Ja, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen in Regen. Ich dachte mir, ich passe mein Outfit ein bisschen so meinem Sinn für Ironie an. Nach dem letzten Vortrag von letzten Jahr dachte ich mir, ich verkleide mich hier so ein bisschen. Und ich muss, bevor ich anfange, eine Frage stellen. Wer kennt Gebäude Nummer 7, World Trade Center Nummer 7 hier? Gut, jetzt kann ich weitersprechen. Das ist für mich immer so eine Masterfrage. Ich habe mir das angewöhnt in der letzten Zeit, wenn ich irgendwo mit Menschen zu tun habe, wo ich noch nicht weiß, wo die stehen ungefähr vom Infostand, dass ich diese Frage stelle. Und wenn die zu mir sagen, was ist Gebäude Nummer 7, dann gehe ich direkt zur Champions League weiter, ohne die Themen weiter anzurechnen, weil das ist einfacher für mich und macht es auch insgesamt dann irgendwie einfacher, das Ganze. Und ich habe noch etwas gefunden, bevor ich anfange zum eigentlichen Thema. Ich habe ein Bild gefunden, das ist so beispielhaft für das, was auf unserer Welt passiert. Das Thema heißt, oder das Bild heißt, When a Millionaire Meets a Billionaire. Und ich fand es einfach so klasse, dieses Bild, wenn man sich das einem mal vorstellt, was das heißt. Also dieses untere Schiff, ich bin mir sicher, dass die wenigsten von uns jemals in ihrem Leben einen Fuß auf dieses Schiff stellen werden. Das kostet ungefähr 20 bis 30 Millionen, schätze ich mal. Und das Schiff im Hintergrund, das ist, ich denke mal, Google oder Apple oder irgendjemand, der halt wirklich so viel Spielgeld hat, das kostet 600, 800 Millionen ungefähr. Und wenn man sich das jetzt einfach mal vorstellt, dieses eine Schiff ist schon so beyond allem, was wir wahrnehmen irgendwo, und das im Hintergrund ist dann das Spielzeug von irgendjemand, der so viel Geld hat, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ja? Also das nur so als Sinnbild für das, was in unserer Gesellschaft eigentlich wohl falsch läuft. Und ich habe euch aber heute ein Thema mitgebracht, zu dem ich das ganze Jahr über recherchiert habe, und ich möchte euch mit diesem Vortrag die Möglichkeit geben, einen etwas feineren Blick auf dieses Thema zu werfen. Ja? Und das kann natürlich auch heute sein, dass Sie ein paar Antworten kriegen auf Fragen, die Ihnen vielleicht schon länger auf der Seele liegen. Aber das kann zum einen sehr befriedigend sein, wenn man Zusammenhänge eben besser versteht und dadurch dann ein besseres Verständnis auch für die Welt entwickelt. Aber dabei sollten Sie auch eines bedenken, es kann natürlich auch sein, dass für jede Frage, die Sie heute beantwortet kriegen, 5 neue Fragen bekommen. Und ganz egal aber, was Sie mitnehmen werden heute, bleiben Sie mit sich in Frieden, bleiben Sie in Ihrer Mitte, dann gehen Sie dann auch mit einem guten Gefühl nach Hause, und dafür tue ich dann eben mein Bestes. Ja, und wer ich bin, ich kenne viele persönlich, Freunde, die wir uns schon lange begegnen, die mich nicht kennen. Ich bin nach vielen Stationen in meinem Leben endlich da angekommen, wo ich eigentlich endlich hingehöre. Ich bin Teil einer wunderbaren Gruppe, nämlich der Nuviso Filmproduktion mit Sitz in Leipzig. Das ganze Team ist hier. Yeah! Also es fehlen noch ein paar Jungs aus Leipzig, aber wir sind vertreten. Und wir produzieren seit über 10 Jahren Filme, Interviews, Live-Sendungen, und die alle eben das gleiche Ziel haben. Wir versuchen, ein Gegengewicht zu schaffen für die Manipulationen und Lügen des Mainstreams. Und da arbeite ich bei Nuviso als Redakteur, als Moderator und auch als Kameramann, wobei man den Begriff Arbeit da jetzt eigentlich nicht als Arbeit bezeichnen kann. Das ist eher Leidenschaft und Passion. Also ich bin jetzt endlich angekommen, auf Bayerisch sagt man Arsch auf Eimer. So. Und bevor ich ins Thema einsteige, ein paar so philosophische Gedanken, was mich eigentlich geprägt hat oder wie ich irgendwie denke. Also ich teile eine grüne Lebensphilosophie. Ich habe, als ich 88 zum ersten Mal wählen konnte, mit 18 habe ich die Grünen gewählt, und das habe ich auch immer wieder getan bis 99, als dann eine NATO-olivgrüne Partei draus geworden ist mit diesem völkerrechtswidrigen Krieg in Kosovo. Seitdem habe ich die nicht mehr gewählt, und ich kann auch ehrlich gesagt keinen Gefallen daran finden, Politiker zu wählen, die offen für die Abschaffung von Deutschland werben, wie manche von denen machen. Also das geht nicht in meinen Augen, und diese ganze Gender-Politik ist in meinen Augen eine große Fehlentwicklung. Die Partei ist für mich dann erst wieder wählbar, wenn sie zurück zu ihren Wurzeln kommt. Und ich weiß aber jetzt aus eigener Erfahrung, sobald man nämlich das Thema Klimawandel kritisch betrachtet, dann gibt es heftigen Gegenwind. Meistens so Windstärke 8 bis 12. Ja? Also, und die Kritik lautet dann eben immer, dass ja, die ist ja die Welt egal, es ist dir wohl wurscht, was mit der Natur passiert. Und ich kann für mich jetzt eigentlich nur sagen, dass in meinem Fall das genaue Gegenteil der Fall ist. Also mir liegt nicht so sehr am Herzen wie das Wohl der Menschen und auch des Planeten. Und leider sieht es jetzt damit gar nicht so gut aus. Wenn wir jetzt noch mal ein Beispiel nach Guatemala gehen, da habe ich dieses Video gefunden,
Ich weiß nicht, ob das jetzt zufällig eine Fabrik war, die da ausgeschüttet hat alles, aber das sind Zustände, wie wir sie heute in unserer Welt haben. Also das Thema Plastikvermüllung ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Und wenn wir dazu mal einfach mal in die Mitte des Pazifiks gehen, auf die Midway Islands, da gibt es so eine uralte Militärbasis, das war im Zweiten Weltkrieg mal Schauplatz von den Truppentransporten der Amerikaner. Und da gibt es eine riesige Vogelkolonie von Seevögeln, gerade Albatrosse. Und die fliegen natürlich dann aufs Meer hinaus tagelang und kommen zurück und füttern dann ihre Jungen. Und vor allem, wenn man dann sieht, was die ihren Jungen füttern, dann wird natürlich auch klar, dass in unseren Weltmeeren mittlerweile so viel Plastik unterwegs ist, dass wir also unbedingt umdenken müssen. Ganz wichtig. Also wenn das so weit draußen voller Plastik ist, dann gibt es eigentlich gar keinen anderen Weg, als da umzudenken. Und ich habe noch etwas gefunden, nämlich was Naturschützer schon lange behauptet haben, ist mittlerweile auch durch eine große Studie belegt worden. Und das erschreckende Ergebnis von dieser Studie ist eben, dass die Zahl der Insekten in Deutschland nicht nur bezogen auf wenige Arten oder Regionen zurückgeht, sondern insgesamt, und zwar in großen Gebieten. Eine Studie hat gezeigt, dass von 1989 bis 2016 die Gesamtmasse der Fluginsekten um 76% abgenommen hat. Dazu hat man in 63 Naturschutzgebieten Fallen aufgestellt, um das Ganze zu messen. Und man hat festgestellt, im Sommer betrug es sogar bis zu 82% Rückgang der Fluginsekten. Und das ist besonders alarmierend, weil die Studien wurden in schon geschützten Gebieten gemacht. Also es sieht so aus, wie wenn es woanders noch viel drastischer wäre. Also ich fahre jedes Jahr ungefähr alle zwei Wochen nach Leipzig. Und früher musste ich da dreimal hintereinander dann meine Windschutzscheibe sauber machen. Mittlerweile eigentlich einmal im Jahr reicht es, wenn ich in die Waschstraße gehe, von den Insekten her. Also es ist jedem klar, da passiert gerade etwas. Und wenn es natürlich den Insekten schlecht geht, geht es auch der Natur schlecht. Zum Beispiel hier, Artensterben ist ein großes Thema, wie wir eben wissen. Aus Fossilienfunden gab es in den vergangenen 540 Millionen Jahren ungefähr 5 gewaltige Massensterben. Der englische Begriff dafür ist MME, Massive Extinction Event, also massives Aussterbe-Event. Und Forscher sehen momentan eine aktuelle 6. Welle in vollem Gang. Und man hat festgestellt, dass alleine seit dem Jahr 2015 320 terrestrische Wirbeltiere ausgestorben sind. Und die Bestände der Verbliebenen sind sogar um ein Viertel geschrumpft. Es gibt auch einen Bericht von den Vereinten Nationen zur Artenvielfalt und dem Bericht nach sterben am Tag, jeden Tag, 130 Tier- und Pflanzenarten aus. Im Spiegel stand sogar was von 58.000 Tierarten. Also der Mensch hat längerfristig gesehen eine ähnlich verheerende Wirkung wie der Meteoreinschlag vor 65 Millionen Jahren, wenn das wirklich stimmt, diese Geschichte. Und noch ein Punkt, der natürlich dann auch immer kommt, wenn man sagt, ja, Umwelt muss man alles umdenken. Da kann man eigentlich nicht mehr viel dazu sagen. Also ein Bild reicht, um auszusagen, was schwierig läuft mit dieser ganzen Technologie. Ich merke gerade die Reaktionen, ich pack's gleich wieder weg. Dieser Physiker hier namens Holger Strom, Friedlich in die Katastrophe, ist sein Film und sein Buch. Der hat es ungefähr so beschrieben, Kernenergie heißt Fliegen mit Flugzeugen ohne Landebahn. Wir haben Flugzeuge gebaut, aber haben irgendwie vergessen, die Landebahn zu bauen. Heißt, wir haben immer noch kein Endlager. Und was das für die nächsten Generationen bedeutet, kann man sich natürlich auch ausmalen. Also ich bin der Meinung, jedes nicht produzierte Gramm Plutonium ist ein gutes Gramm Plutonium. Ja? Das ist ganz wichtig. Und ich könnte jetzt diese Liste noch endlos aufzählen. Also die ganzen Umweltprobleme sind ja tagelang. Zum Beispiel die ständige Abholzung des Regenwaldes oder der Einsatz von Uranmunition bei Kriegseinsätzen, die Überfischung der Meere, das Abschlachten der Wale. Apropos, wie schlecht müssen die japanischen Wissenschaftler eigentlich sein, wenn sie jedes Jahr aus wissenschaftlichen Zwecken 8000 Mal einen Wal schlachten müssen? Wie beschissen ist diese Forschung eigentlich, wenn sie 8000 Forschungsobjekte jedes Jahr wieder brauchen? Ich verstehe das nicht, das muss mir mal irgendwann mal jemand erklären. Die Japaner sind doch viel schlauer, dachte ich eigentlich. Ja? Wir wissen natürlich, was dahinter steckt, das ist alles nur eine Scheinargumentation. Aber was ich jetzt sagen will mit diesen ganzen Argumenten: Wenn wir uns jetzt nicht mächtig anstrengen, dann wird das mit dem Thema Zukunft nichts mehr. Also das ist jetzt wirklich essentiell. Unser Planet geht zugrunde und wir dürfen eigentlich nicht tatenlos dabei zuschauen. Das ist ganz wichtig als Basisvoraussetzung für dieses Thema. Und nachdem wir das jetzt geklärt haben, können wir uns natürlich diesem großen Thema widmen, das uns alle beschäftigt, natürlich die Energiewende.
Und für viele Menschen ist die Energiewende natürlich so, wie sie in Deutschland vorangetrieben wird, massiv vorangetrieben wird, ja, genau das richtige Zeichen, damit wir uns unsere Welt eben für die Zukunft erhalten können. Und ich glaube, allein in Deutschland haben sich bestimmt Hunderttausende, wenn nicht noch mehr Menschen, dieses Thema auf die Fahnen geschrieben. Und man könnte jetzt eigentlich auch meinen, das ist ja auch eine gute Sache, oder? Aber es gibt eben kaum ein Thema in unserer Zeit, das emotional so aufgeheizt ist wie die Debatte um den Klimawandel und die damit natürlich einhergehende Energiewende bei uns in Deutschland. Und die Fronten sind offensichtlich dermaßen verhärtet, während die einen eben schon den Untergang der Menschheit voraussehen, können die anderen gar nicht anders als vor den Folgen der Energiewende zu warnen. Was wir jetzt aber in den letzten Jahren beobachten konnten, war die totale Fixierung auf den angeblich vom Menschen verursachten Klimawandel. Und dabei gleichzeitig die Ausblendung aller anderen Probleme. Also der Klimawandel ist so eine Art Mittel zum politischen Zweck geworden. Und genau hier liegt die größte Gefahr der Fehlinterpretation. Nämlich das größte Artensterben seit Millionen von Jahren wird gar nicht groß thematisiert. Die Verseuchung der Ozeane durch Plastikmüll, wen interessiert das wirklich in Berlin, Brüssel oder Washington? Und alle Probleme werden ausschließlich auf diesen Klimawandel projiziert und alleinig das menschliche Verhalten von uns normalen Bürgern, das soll eben daran schuld sein. Und um das alles besser verstehen zu können, muss man natürlich an den Anfang von dieser ganzen Geschichte zurückgehen, an den Beginn der Klimageschichte. Aber wie macht man das? Wie erforscht man das Klima vor Jahrtausenden? Nun, das ist ganz einfach. Man untersucht die Spuren der Luft von damals. Und das Stichwort heißt hier Eisbohrkerne. Das heißt, unsere Wissenschaftler, die fahren ins ewige Eis, das seit Jahrzehntausenden nicht mehr geschmolzen ist, nehmen da Proben aus diesem Eis, nehmen Kernbohrungen und in diesen Kernbohrungen sind eben die Klimadaten aus den vergangenen Epochen wunderbar konserviert und aufgezeichnet. Und somit können wir Rückschlüsse ziehen über die Zusammensetzung der Luft und damit natürlich dann auch Rückschlüsse über das Klima insgesamt. Also diese Daten zeigen uns den Ablauf der Klimageschichte. Und die Ergebnisse dieser Forschungen sieht man zum Beispiel in dieser Grafik hier. Wir wissen also, dass es in unserer Erdgeschichte schon immer wieder Zeitalter gegeben hat, die haben ganz unterschiedliche Temperaturentwicklungen gehabt. So haben sich immer wieder Warmphasen mit Kaltphasen abgewechselt. Und die Temperatur der Erde, die wandelt sich ständig. Und die Ursachen dafür, die sind sehr vielfältig und auch von verschiedenen Faktoren abhängig. Es sind Vulkanausbrüche, Meeresströmungen, eine Vielzahl von Faktoren. Und wir fangen gerade erst an zu verstehen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Was wir hier sehen können, das ist das Holozän-Maximum von ungefähr 8000 bis 4000 vor unserer Zeit. Da war die Temperatur viel höher, wie sie von heutzutage ist. Und interessanterweise in der Klimawissenschaft wird diese Zeit als Klimaoptimum bezeichnet. Wie wenn es was Gutes wäre. Ja? Der Verlauf der letzten 1000 Jahre wird hier dargestellt. Und was wir hier sehen können, ist, dass es im Mittelalter eine richtige Warmperiode gab. Und auch diese Zeit wird als Klimaoptimum bezeichnet. Und das war auch die Zeit, in die der Bau von vielen Kirchenhäusern gefallen ist. Also großer Wohlstand, eine Phase recht guten Fortschritts in der Gesellschaft, viele Städtegründungen in Europa. Und unsere Historiker gehen eigentlich davon aus, dass ein wärmeres Klima auch einen besseren Lebensstil mit sich bringt. Es gab zum Beispiel Rinderherden in Grönland, Greenland heißt es im Englischen. Ja, das war damals nicht so vereist wie heutzutage. Es gab Weinanbau in England und dann plötzlich aber im Mittelalter nahm die Temperatur wieder ab. Man spricht hier auch von dem sogenannten Maunder Minimum. Und der Herr Maunder, das war Edward Walter Maunder, das war ein englischer Astronom, der sich insbesondere mit seinen Arbeiten zum Sonnenmagnetismus einen Namen gemacht hat und der Einfluss von dem eben auf die Erde. Und merkt euch den Namen, auf den kommen wir nachher nochmal zurück. Und wir wissen also aus verschiedenen Aufzeichnungen, dass es in dieser mittelalterlichen Warmphase, in diesem kleinen Eiszeitalter, gab es viele Winter mit starken, niedrigen Temperaturen. Es gab Hunger, Sommer, die Ernte ist nicht richtig gewachsen. Also es war eine große Katastrophe in der damaligen Zeit. Und wir haben Überlieferungen aus den Bildern auch von damals. Ja? Die Belege dafür finden wir in vielen Bildern. Also wir wissen, dass man mit der Kutsche über die Ostsee fahren konnte zum Beispiel.
die holländischen Grachten waren oft zugefroren oder die Themse war auch zugefroren. Also um es mal festzuhalten, es gab viele Hungerwinter, schwierige Zeit für die Menschen, viele Tote damals und das Klima hat sich immer schon geändert. Es ging rauf und es ging runter. Und dann kommen wir natürlich zur Klimaforschung heute und da müssen wir uns dann fragen, seit wann zeichnen wir denn die Klimadaten eigentlich auf? Und das war im Jahr 1860. Damals haben sich Wissenschaftler zusammengesetzt, haben gesagt, so, jetzt müssen wir das wirklich dokumentieren. Das wissenschaftliche Zeitalter begann. Und wenn wir uns die Grafik von gerade nochmal anschauen, wo liegt denn 1860? Genau hier. Das heißt, wir haben angefangen, das Klima zu dokumentieren, als die Temperatur nach einer längeren Kaltphase wieder angestiegen ist. Und das sollten wir jetzt einfach mal festhalten. Und jetzt müssen wir gucken, natürlich, wie hat es angefangen mit diesen ganzen Klimaforschungen, woher kommt eigentlich diese ganze These vom menschgemachten Klimawandel? Und da gehen wir dann zurück ins Jahr 1896, da hat ein alter Schwede, ein gewisser Herr Svante Arrhenius, der hat damals spekuliert, ob CO2 nicht vielleicht die Ursache von Eiszeiten wäre. Und diese Forschungen hat dann 1938 ein Engländer namens Guy Stewart Callender aufgenommen. Und er hat sich gefragt, warum es eben von 1880 bis 1930 wärmer geworden ist. Und seine Idee war eben, dass CO2 aus der Verbrennung der Zivilisation die Ursache davon sein sollte. Und diese Forschungen oder diese Thesen, die hat dann ein gewisser Herr Charles Keeling im Jahr 1958 weiter ausgebaut. Und diese ganzen Spekulationen sind weiter vorangetrieben worden. Und diese wohlgemerkte These von damals hat sich dann, wie soll ich sagen, das wurde dann in ein Gremium gemündet oder man hat extra ein Gremium gegründet, das das Ganze wissenschaftlich noch weiter voranbringen sollte. Und das ist das sogenannte UNO-Gremium des IPCC. Und das heißt übersetzt das Intergovernmental Panel on Climate Change. Und da bitte dann mal auch schon auf das erste Wort schauen oben. Da steckt es nämlich schon drin. Das heißt, das ist eine Art regierungsübergreifender Arbeitskreis. Anders ausgedrückt, dieses Gremium steht über den Regierungen der Länder. Also das Intergovernmental Panel on Climate Change. Es gibt auch eine andere Bezeichnung dafür. Manche sagen dazu auch Weltklimarat. Und dieser Weltklimarat ist in Sachen Klimawandel die ultimative Instanz. Also alles, was die veröffentlichen, das gilt als der aktuellste Stand der Forschungen. Gegründet hat man diesen Rat 1988 und die hatten nur ein einziges Ziel, nämlich den anthropogenen Klimawandel zu beweisen. Also es ging hier nicht um Forschung, nicht um zu ergründen, warum und wie das Klima sich verändert, sondern die alleinige Geschäftsgrundlage von diesem Klimarat ist, zu beweisen, dass der Mensch am Klimawandel schuld ist. Das steht so in deren Präambeln drin. Und da arbeiten weltweit Tausende und Zehntausende Wissenschaftler für diesen Rat. Und diese Wissenschaftler haben einen Konsens entwickelt, einen Klimakonsens, könnte man jetzt behaupten. Und dieser Konsens, der sagt eigentlich aus, dass unsere schlauesten Denker sich alle einig sind. Es gibt also eine wissenschaftliche Einigkeit, Science is settled, heißt es so im Englischen. Und der physikalische Grund, warum die Erde sich erwärmt, ist auch schon gefunden. Das ist nämlich das CO2 und damit die hervorgerufene Verstärkung des Treibhauseffektes. Ergo, wir Menschen sind schuld. Und zwar an dieser Entwicklung, und zwar an unserem unkontrollierten Ausstoß an Klimagasen. Und deswegen sind wir schuld an der globalen Erwärmung. Und seit 50 Jahren haben die UNO und andere Institutionen diese Theorie eben ständig vorangetrieben. Und heutzutage hat sie den Status von einem Naturgesetz, so wie die Schwerkraft. Da gibt es eigentlich nichts mehr dran zu rütteln. Und jetzt müssen wir natürlich die Hauptthese erstmal ein bisschen anschauen. Was ist eigentlich dieser Treibhauseffekt und wie wird er uns erklärt? Nun, die offizielle Erklärung ist ganz einfach. Die Sonne scheint also auf die Erde und erwärmt dabei den Boden. Und diese Energie, diese Bodenwärme, die steigt dann wieder auf, die wird vom Boden abgestrahlt und die steigt nach oben wieder zurück. Und dann soll eben diese Strahlung in etwa 6 Kilometer Höhe durch das CO2 und andere Treibhausgase verhindert werden, weiter ins All abzustrahlen. Das wird also, das CO2 saugt es auf und absorbiert es und strahlt es dann wieder zurück. Und das ist dann mehr oder weniger die These von dem Treibhauseffekt, also dieser Schutzschild, der um die Erde rum ist, dieser Treibhauseffekt, der die Erde sonst bei minus
18 Grad hätte, haben wir jetzt 15 Grad wegen den Treibhausgasen. Und unser Eintrag in diese Treibhausgasen-Thematik sorgt dafür, dass die ganze Erde sich weiter aufheizt, so wie zum Beispiel bei einem Treibhaus oder bei einem Gewächshaus oder wie bei einem Auto, das in der Sonne steht im Sommer. Und der Weltklimarat ist damit zu folgendem Ergebnis gekommen: Je mehr CO2 in der Atmosphäre ist, desto größer ist eben auch die Aufheizung in der Atmosphäre. Und das ist die Hauptursache für die Klimaerwärmung, wie wir es jetzt in den letzten Jahrzehnten haben. Und dazu gibt es natürlich eine ganze Flut von Grafiken, Berechnungen, da gibt es tausende Arbeiten, Doktorarbeiten, Diplomarbeiten, die das genau bestätigen sollen. Und letztendlich hat es zu dieser Darstellung geführt, zu dem sogenannten Hockeystick. Das ist halt in Anlehnung eines Hockeysticks, hier ist der Schläger und da unten ist das Blatt. So soll das halt ein Hockeystick darstellen. Und diese Grafik soll eben eindrücklich zeigen, dass für viele Jahrhunderte die Temperatur mehr oder weniger gleich geblieben ist und erst mit dem Beginn der Industrialisierung, so Mitte des 19. Jahrhunderts, also als wir angefangen haben, CO2 so richtig in die Atmosphäre zu blasen, da kam es dann eben zu einem Anstieg der Temperatur auf der Erde als Beweis dafür, dass es unsere Schuld ist, dass es diese Entwicklung gibt. Und dazu hat man dann einen großen Film gemacht im Jahr 2007. Da hat diese Kampagne so richtig Fahrt aufgenommen. Und der Film wurde dann eben als Zeichen der Warnung einem weltweiten Publikum gezeigt. Der Titel: Eine unbequeme Wahrheit, An Inconvenient Truth. Und hier sehen wir eben Al Gore, der in diesem Film als Erzähler auftritt. Und der steht da vor einer großen Grafik, die den Temperaturverlauf in den letzten 600.000 Jahren im Vergleich zu der CO2-Entwicklung zeigt. Und unten weiß das CO2, oben in Rot die Temperatur. Und wenn man das jetzt so anschaut, dann sieht es eigentlich ziemlich überzeugend aus, oder? Könnte man eigentlich meinen, der wissenschaftliche Konsens, das passt ganz gut. Und gerade jetzt vor ein paar Tagen, also als Anfang 2018, Oktober 2018, der neueste Weltklimabericht rausgekommen ist, da haben natürlich die Dr. Kai Kniffke-Fanboys aus Hamburg haben sich verpflichtet gefühlt, uns allumfassend zu informieren. So nach dem Motto: jetzt ist aber Tacheles, jetzt ist Zeit zum Handeln hier, jetzt müssen wir endlich in die Puschen kommen. Ja? Also das ist jetzt oberstes Gebot. Und diese Kampagne, die hier läuft, die gibt es jetzt nicht erst seit ein paar Jahren oder seit 2007, sondern die läuft schon seit einigen Jahren, seit 1986, um genau zu sein. Da hat der Spiegel nämlich den Kölner Dom ins Wasser gestellt. So nach dem Motto: durch die Erwärmung der Atmosphäre schmelzen jetzt die Polkappen. Und wenn die Polkappen schmelzen, steigt der Meeresspiegel an und dann wird die Rheinebene irgendwann am Meer liegen, sozusagen. Und viele andere Magazine und Publikationen haben sich diesem Thema weiter verpflichtet und die meinen, also es ist deren Aufgabe, dass man uns warnt, so wie das Time Magazine. Hier steht zum Beispiel: Be worried, be very worried, also seien Sie besorgt, nein, seien Sie sehr besorgt. Ja, ganz wichtig, dass man Angst hat, dass man Panik entwickelt bei diesem ganzen Thema. Und der Herr Schellnhuber vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, der kann natürlich auch nicht anders, als uns zu warnen vor Krankheiten, Regen, Dürre, Katastrophen. Alles hat mehr oder weniger jetzt mit dem Klimawandel seine Ursache. Egal um was, Hauptsache ihr seid besorgt. Das ist so der Common Sense. Und mit dem Thema Angst, ja, da wird natürlich dann unterschwellig auch noch gespielt. Mit dem Gedanken eines steigenden Meeresspiegels, da wird nämlich an so eine Urangst von uns appelliert. Die biblische Sünde sozusagen, die Sintflut, das ist ein Bild aus meinem alten Religionsbüchlein, das ich irgendwann gefunden habe. Also ich als Kind habe mir schon gedacht, das ist aber nicht gut, ja, wenn alles untergeht. Und wir sind wohl schuld daran. Also auch wenn die meisten von uns mit der Bibel gar nichts am Hut haben, aber das sind unterschwellige Ängste, die da getriggert werden. Und demzufolge löst es natürlich dann in uns etwas aus. Ja? Die göttliche Strafe schlechthin. Wir sind schuld und die Erde geht unter und wir sind schuld daran. Und so ist es natürlich auch kein Wunder, dass sich auf der ganzen Welt Menschen richtig besorgt fühlen. Denn hey, es geht ja schließlich um unsere Zukunft, oder? Die Menschen, die hier unterwegs sind, alle, die wir hier sehen können, die sind zum allergrößten Teil redliche Leute, die eigentlich nur das im Kopf haben, die das Wohl der Erde im Sinn haben. Man kann denen da auch gar keinen Vorwurf draus machen, dass sie sich politisch engagieren. Und
Es gibt jetzt so eine Art weltweit schlechtes Gewissen mittlerweile. Und das haben natürlich viele Leute erkannt und haben daraus natürlich auch ein Geschäftsmodell entwickelt. Mittlerweile hat eine ganze Industrie hat sich da entwickelt, die dann eben mit dem Gedanken des Klimawandels arbeitet, so wie zum Beispiel hier. Man kann sich jetzt eine CO2-Karte bestellen und kann damit seinen eigenen CO2-Footprint, also seinen eigenen CO2-Eintrag in das Gesamtsystem berechnen lassen und zu dokumentieren, dass man sein schlechtes Gewissen auch auf Schwarz und Weiß hat. Und wer dann fliegen möchte, kann natürlich auf die Seite Atmosphäre gehen und kann sich dann ausrechnen lassen, wie viel Ersatzzahlungen er leisten möchte für das Flugbenzin, das er jetzt gerade wegen seiner überflüssigen Reise ausgegeben hat. Ja, das ist so eine Art moderner Ablasshandel, damit man sich sein eigenes schlechtes Gewissen wieder beruhigen kann. Und das Geld fließt dann offiziell in Klimaschutzprojekte und ich bin mir aber auch ganz sicher in andere Kanäle. Ja, da muss man sich natürlich auch ganz froh sein, klar sein drüber. Und diesen Konsens, den es jetzt weltweit gibt, der hat in Deutschland natürlich dafür gesorgt, dass das Thema Energiewende massiv vorangetrieben wird, wenn es eben um sowas Wichtiges wie die Energiewende geht. Zum einen ist es natürlich, wir müssen jetzt Verantwortung für die Zukunft zeigen, ganz klar. Es gibt überhaupt keine Alternative. Es ist absolut dringend notwendig, dass wir jetzt handeln müssen. Die Deutschen müssen natürlich auch so eine Vorbildfunktion leisten. Das ist jetzt bei uns so Usus, gerade in dem politischen Berlin. Und es sollen natürlich auch Innovationen für neue Techniken rauskommen. Und ich war in Amerika drüben dieses Jahr und in Seattle, da habe ich übrigens das tolle T-Shirt gekauft. Ja. Da hat ja die NASA auch einen Sitz und Boeing. Da habe ich ein Thema aufgeschnappt, das war mir vorher schon so ein bisschen bewusst, aber nicht, wie groß das ein Thema in Amerika eigentlich ist, nämlich der German Guilt. Ein Begriff, der wirklich in die amerikanische Sprache eingeflossen ist, die deutsche Schuld. Also, dass wir Deutschen eine immerwährende Schuld vor uns hertragen aufgrund unserer jüngeren Geschichte und versuchen, diese Schuld auf irgendeine Art und Weise abzutragen. Und ich glaube, ein großer Teil von diesem ganzen Klimaaktivismus, der in Deutschland stattfindet, ist unterbewusst auch mit dieser German Guilt zurückzuführen, weil wir versuchen, jetzt endlich mal was richtig zu machen. Jetzt können wir endlich mal zeigen, komm, jetzt geht's in die richtige Richtung. Ich glaube, da in diese Richtung sind die Ursachen zu suchen für die ganzen Maßnahmen, die bei uns passieren. Und dass das Ganze nicht umsonst wird, ja, das habe ich vor 10 Jahren schon gelesen in der Süddeutschen, da stand nämlich, dass der Klimaschutz kostet 45 Milliarden Dollar. Okay, das sind 45 Milliarden. Und das ist nicht die amerikanische Billion, sondern wirklich Milliarden Dollar weltweit, was das Ganze kosten soll. Ja, unsere Regierung hat sich dem Thema natürlich richtig angenommen. Und wer auf der Homepage des Innenministeriums surft, der findet da eine ganz fantastische Broschüre. Das ist also wirklich eine Hochglanzbroschüre mit Daten und Fakten. Da, wenn man das liest, dann denkt man so, da geht was, da ist also wirklich hier, wir sind ganz vorne mit dabei. Da, wenn man das so liest, dann ist das so eine super Sache und hier, wir sind richtig und so weiter. Und dann kann man auch ein bisschen so rauslesen, dieses, wir schaffen das, auch in dem Kontext, so ja, wir sind dabei. Ja. Und es gibt zu diesem Thema Klimawandel insgesamt 25.000 überprüfte wissenschaftliche Publikationen. Und damit wäre jetzt eigentlich wirklich alles gesagt. Jetzt könnte ich eigentlich heimgehen, weil alles andere erübrigt sich ja. Aber laut dieser Studie gibt es ungefähr 0,01% dieser Wissenschaftler, die bestreiten, dass der Mensch am Klimawandel schuld ist. Und jetzt sollte man denken, naja, so ein paar kleine Spinner gibt es halt immer, man kann es ja nie allem recht machen. Das sind eben ein paar so unverbesserliche Wichtigtuer. Und wenn wir uns aber anschauen, was das für Hillbillys sind, ja, dann kommen wir auf solche Herrschaften, wie zum Beispiel in dieser Dokumentation. Ja, hier sind nur Professoren und Doktoren aufgefüllt in einem fantastischen Dokumentarfilm, der auch schon 10 Jahre alt ist, The Great Global Warming Swindle. Was die zu sagen haben, wir kommen noch drauf. Oder hier zum Beispiel das Europäische Institut für Klima und Energie. Also wer was sucht zu diesem Thema, der findet dort alles. Das sind eine ganze Palette von Publikationen, Vorträgen, Interviews, Videos, Konferenzen, die sich alle mit diesem Thema beschäftigen. Von mir aus Prädikat wertvoll. Ja, unbedingt anschauen. Das meiste von diesem Vortrag habe ich von dieser Seite gefunden, habe auf dieser Seite gefunden. Aber ich habe noch was entdeckt, und zwar ist das sogenannte Global Warming Petition Project.
Und dort haben über 30.000 amerikanische Wissenschaftler eine Petition unterschrieben und sie eben dann der US-Regierung vorgelegt. Und in dieser Petition erklären sie, dass es keine überzeugenden wissenschaftlichen Beweise gibt, dass die vom Menschen freigesetzten CO2-Gase jetzt oder irgendwann in der Zukunft eine Klimaerwärmung überhaupt ermöglichen können. Und diesem wissenschaftlichen Kreis gehören über 9.000 promovierte Wissenschaftler und Forscher an. 9.000 Doktoren, schon mal gehört von denen? Schon mal irgendwo irgendeinen von denen bei uns reden hören? Ich nicht. Und diese Wissenschaftler sprechen sich nämlich gegen die Theorie der globalen Erwärmung aus. Und nach deren Aussagen ist die Begrenzung von CO2 sogar extrem schlecht für Tierarten und für Menschen. Und jetzt stehen wir natürlich zwischendrin. Ja, was heißt das jetzt für uns? Wer hat jetzt recht? Auf der einen Seite 25.000 Wissenschaftler, die sagen, Science is settled. Und auf der anderen Seite haben wir 30.000 Wissenschaftler, die sagen, um Gottes Willen, lasst uns umdrehen. Ja? Wer hat jetzt recht? Der, der lauter schreit? Oder was ist die Sache? Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns die Fakten genauer anschauen. Ja? Und da müssen wir natürlich dann ganz von vorne anfangen. Was ist eigentlich CO2? Die korrekte Bezeichnung dafür ist eigentlich Kohlenstoffdioxid, wenn sich aber jetzt im Volksmund auch der Name Kohlendioxid mehr oder weniger durchgesetzt hat. Das geht halt schneller von der Hand. Und jeder, der in Deutschland einen mittleren Bildungsabschluss hat, der kennt dieses ungiftige, farblose und lebensnotwendige Gas aus dem Bio- oder Chemieunterricht. Wir atmen davon pro Stunde 24 Liter aus und trinken davon im Jahr insgesamt 100 Liter. Und es gibt ein paar Eigenschaften von CO2, die sind für uns Menschen extrem wichtig. Zum einen, es ist essentiell für alle Pflanzen. Ohne CO2 keine Photosynthese. Und was das bedeutet, können wir uns auch alle vorstellen. Ohne CO2 gibt es überhaupt keine Harnstoffausscheidung. Also die chemischen internen Prozesse können ohne CO2 gar nicht laufen. Und es ermöglicht uns sogar unsere Verdauung. Also für uns ziemlich wichtig, würde ich sagen. Ich habe mir heute früh noch gedacht, so beim ersten Toilettengang, Gott sei Dank gibt es CO2. Ne? Und vor allem, was auch wichtig ist, die Säurestabilität von unserem Blut ist extrem dazu wichtig. Also weder die Verdauung noch die Ausscheidung würde ohne CO2 funktionieren. Und wenn wir einen Beutel Orangen essen, würden wir ins Koma fallen, wenn nicht CO2 die Säurestabilität von unserem Blut abfangen würde. Man bezeichnet es als Spurengas, weil es eben nur in ganz geringen Mengen vorkommt. Es gibt eigentlich nur eine Spur davon. Und das verstehen wir natürlich besser, wenn wir dann jetzt insgesamt mal anschauen, wie die Erdatmosphäre aufgebaut ist. Wie wir alle in der Schule gelernt haben, besteht unsere Luft zum größten Teil aus Stickstoff. Das ist hier der große blaue Anteil. 76% von unserer Atmosphäre sind der Stickstoff. Und dann der grüne Teil hier oben, die 20%, das ist dann Sauerstoff, gefolgt von den 3% Wasserdampf und dann haben wir noch 1% Edelgase. Ja, und der Anteil an CO2, der ist für die Vorderen vielleicht noch zu erkennen, das ist dieser mini kleine Strich hier in lila und der aktuelle Wert von CO2 sind 0,045 Volumenprozent. Und das ist der gesamte Anteil von Kohlenstoffdioxid in unserer Atmosphäre. Und was mir ganz besonders gut gefällt, ist dann die Aufteilung, wie setzt sich das zusammen, das CO2. Da haben wir dann, also von diesen 0,045% sind 96% natürlicher Ursprung. Furzende Kühe und Vulkane. Alles, was mehr oder weniger halt natürlich vorkommt. Und das sind insgesamt 0,0432 Volumenprozent. Und unser Anteil menschlich am CO2 sind 4% und das sind in Zahlen ausgedrückt 0,0018 Volumenprozent. Das ist das, was wir Menschen dazu beitragen. Und meine Lieblingszahl ist das, tata, tusch, der stolze Anteil von uns Deutschen an diesen 0,018 Volumenprozent, das sind 3,1%. Und das sind in Zahlen ausgedrückt 0,000056 Volumenprozent. Und wir sprechen jetzt hier von einem Hunderttausendstel Bereich. Okay, das ist eine kleine Rechenübung zum Warnwerten. Was würde passieren, wenn wir Deutschen sofort aufhören mit sämtlicher CO2-Emission? Was würde sich am Gesamtsystem ändern? Ich gebe das jetzt einfach mal so mit, so zum Nachdenken drüber. Ja?
Aber die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit von diesem Gas, die ist eben mittlerweile komplett anders, denn dieses lebensnotwendige Gas, das gilt mittlerweile als Giftstoff, als umweltschädlich, als krebserregend, Meere versauernd, sauren Regen verursachen und außerdem soll es noch zu einem Hitzekollaps der Erde führen, denn damit natürlich dann zum Untergang der Menschheit, weil die Polkappen schmelzen und es wird verantwortlich gemacht für Wirbelstürme, Dürrekatastrophen, Brandkatastrophen und für all das seid ihr Menschen verantwortlich durch euren zügellosen Ausstoß von Heizung, Sprit und allem, was ihr sonst macht. Schämt euch. Ja? Das ist so die öffentliche Wahrnehmung. Das große Thema unserer Zeit heißt globale Erwärmung. Moment, auch nicht ganz richtig. Das war mal so, weil zuerst hat es geheißen Global Cooling in den 70er Jahren, dann hat man auf Global Warming umgeschaltet, dann hat man gemerkt, das passt nicht mehr so ganz, dann hat man gesagt, Climate Change ist vielleicht besser und mittlerweile sind wir bei Climate Disruption, aber es ist ein bisschen so bei diesem Comic wie bei Kaisers nackte Kleider, der kleine Junge schreibt dem Professor vor, es heißt Wetter. Ja? Und was für Kapriolen da in dieser ganzen Debatte immer wieder passieren, das kann man eben an diesen Titelblättern vom Time Magazine erkennen. Im Jahr 1977 war es tatsächlich der wissenschaftliche Konsens, dass eine Eiszeit uns bevorsteht und dementsprechend hat man uns damit Infos gefüttert. Dann 2001 die Global Warming und jetzt kommt der größte Zirkelschluss, den man überhaupt hinbringen kann, indem man vor einer weiteren Erwärmung warnt mit dem Bild von einem Blizzard, von einem Schneesturm. Das muss man synaptisch auch erstmal verknüpfen können, so eine Logik. Aber das ist halt die These, wie wir sie heute haben, ja. Und für viele wirklich ist diese Klimawissenschaft absolut wissenschaftlich fundiert und Kritik an den Berechnungsgrundlagen, das wird so eine Art ja, moderne Form der Ketzerei schon gesehen. Verbrennt ihn, er hat geleugnet, Leugner, ja, was leugnet man denn sonst in unserer Gesellschaft? Ja, so, er ist ein Leugner. Und ich habe was Witziges gefunden und zwar gibt es da so einen Kabarettisten, der gleichzeitig Physiker ist, namens Vince Ebert. Hört euch mal an, was der dazu zu sagen hat. Der Klimawandel ist eine Realität, aber welche Rolle das CO2 dabei spielt? Keine Ahnung. Ja. Im Laufe der Erdgeschichte hat es schon immer riesige Temperatursprünge gegeben, ohne dass da irgendwie CO2 ausgestoßen wird. Ja. Vor 15.000 Jahren zum Beispiel sind die Gletscher nicht deswegen geschmolzen, weil der Neandertaler die erste Grillsaison eröffnet hat. Aber wie kann das sein? Ja, die Klimaforscher sagen doch alle, im Wesentlichen sind die Zusammenhänge geklärt. Dazu muss man wissen, dass Klimaforschung alles andere als eine exakte Wissenschaft ist. Ja. In der Fachwelt, da gelten die Klimaforscher so ein bisschen als die, ja, so ein bisschen als die Homöopathen. Hm? Beweisführung, Methoden, Modelle, das ist alles so ein bisschen huschi-fuschi. Hm? Und wer das nicht glaubt, der muss einfach nur den Weltklimabericht lesen. Dort steht auf Seite 774, also ganz weit hinten, Klimamodelle arbeiten mit gekoppelten, nichtlinearen, chaotischen Systemen. Dadurch ist eine langfristige Voraussage des Systems Klima nicht möglich. Was sagt uns das? Egal, ob Sie eine Versicherung abschließen oder die Welt retten wollen, lesen Sie vorher das Kleingedruckte. Hm? Verstehen Sie? Ja, habe ich mir auch gedacht. Ja. Und jetzt nochmal die Kernaussage zum Thema Klimaforschung. Eine langfristige Voraussage des Systems Klima ist nicht möglich. Und der moderne Ausdruck bei jungen Leuten heutzutage wäre dann natürlich vielleicht Fail. Also sprich, es hat nicht funktioniert. Und dass diese Aussage vielleicht gar nicht so falsch ist, können wir daran erkennen, dass der Wetterbericht mit seinen Prognosen eigentlich für die nächsten 2 Wochen schon ziemlich falsch liegt, meistens. Und wie soll dann eine Wissenschaft für 100 Jahre daraus errechnet werden? Ein weltweit komplexes und chaotisches System wie die Erde kann nicht über Jahre und Jahrzehnte berechnet werden. Das ist einfach nicht möglich. Aber es gibt eben einen Punkt, an dem sind sich die Befürworter und die Skeptiker des angeblich menschgemachten Klimawandels ziemlich einig. Und man hat mit gar nicht so komplizierten Formeln und Messmethoden hat man festgestellt, nämlich dass eine Verdopplung des Kohlenstoffdioxid von 0,03 auf 0,06 Volumenprozent würde 1 Grad Celsius Erhöhung verursachen. Das haben nicht nur viele Wissenschaftler so festgestellt, sondern das hat sogar das IPCC selber in einem Bericht von 2007 so festgestellt. Und alle Prognosen, die über diesen Wert hinausgehen, wurden in den Klimamodellen mit absolut unbewiesenen, sekundären, hypothetischen Verstärkungsprozessen gerechnet. Oder wie wir eben gerade gehört haben, nichtlineare, gekoppeltes, chaotische Systeme. Das heißt, alles, was über diesen Wert hinausgeht, ist mehr oder weniger huschi-fuschi. Hat nichts mit Wissenschaft zu tun.
Aber was heißt das jetzt in Zahlen ausgedrückt? Damit es eben zu einer Verdopplung von CO2 kommen würde, was heißt das? Guck mal ein bisschen in den Physikbaukasten von unserer Erde und da steht drin, dass die Luft, das Gewicht der Luft, das auf einem Quadratmeter Erde lastet, das sind insgesamt 10.000 Kilogramm, also 10 Tonnen. Pro Quadratmeter wirken 10 Tonnen auf uns hinein. Und es gibt am Äquator natürlich ein bisschen einen Unterschied zum Nordpol, weil die Erde ist nicht ganz rund, sondern ein bisschen gestaucht. Das heißt, am Nordpol ist es weniger, am Äquator ein bisschen mehr, aber so im Schnitt ungefähr 10 Tonnen. Und davon ist eben der Anteil 0,045 Volumenprozent. Das bedeutet, pro Quadratmeter Erde lastet ein Druck von 4,5 Kilogramm CO2 auf uns drauf. Und wenn wir natürlich ausrechnen, wie groß die Erde ist, die hat eine Fläche von 510 Millionen Quadratkilometer. Ich habe eigentlich auch gedacht, das ist größer, aber es stimmt tatsächlich. Dann kommen wir auf ein Gesamtgewicht von CO2 weltweit von 2,3 Billionen Tonnen. 2,3 mal 10 hoch 12 Kilogramm. Jetzt wissen wir also, wie viel das Gesamt-CO2 wiegt auf der Erde. Wir Menschen produzieren CO2, indem wir Kohlenstoff verbrennen. Und der Anteil an Kohlenstoff in CO2, das sind 27%. Wenn wir jetzt also wissen wollen, wie groß der weltweite Anteil an Kohlenstoff ist, dann rechnen wir davon 27% und kommen auf 620 Milliarden Tonnen Kohlenstoff weltweit. Das ist also gebunden auf der Welt in Form von CO2. Also müssten wir jetzt quasi für die Verdopplung von CO2 die Menge doppelt verbrauchen. Also ein Grad Erhöhung, wenn wir das nochmal verbrauchen. Diese Rechnung ist leider nicht ganz richtig. Ich muss ein bisschen ausholen noch, aber auch nur ganz kurz. Zum einen hat man eben schon lange festgestellt, dass alles CO2, das der Mensch in das System Erde einbringt, nur zur Hälfte in der Atmosphäre verbleibt. Und die andere Hälfte löst sich im Meer auf und kann damit zu einer Temperaturerhöhung gar nicht beitragen. Das ist der erste Punkt. Und das zweite ist ein physikalisches Gesetz, das man beachten muss. Und das heißt Lambert-Bär-Gesetz. Und das heißt, in dem Gesetz steht drin, dass Strahlung nach einer logarithmischen Formel geschwächt wird. Soll heißen, je mehr CO2 in der Atmosphäre ist, desto weniger Strahlungseigenschaften hat es überhaupt. Also je mehr CO2 da ist, desto weniger kann es überhaupt aufnehmen und abstrahlen. Und wenn wir jetzt diese beiden Punkte in einer simplifizierten Rechnung mit reinbringen, dann braucht man eben mehr als das Doppelte an CO2, um die doppelte Absorbierung zu erreichen. Und da kommen wir dann eben auf eine Zahl von 1600 Milliarden Tonnen Kohlenstoff für 1 Grad Celsius. Es ist noch ein bisschen komplizierter, weil eben unsere fossilen Brennstoffe enthalten ja im Schnitt nur 80% Kohlenstoff. Es gibt noch ein paar Beistoffe, also um auf die Menge an fossiler Brennstoffe zu kommen, die wir verbrennen müssen, müssen wir nochmal 20% draufschlagen. Das heißt also, für 1 Grad plus müssten wir 2000 Milliarden Tonnen fossile Brennstoffe verbrennen. Okay? Und was haben wir jetzt bisher entdeckt? Also von Kohle wissen wir, dass es auf der Welt 900 Milliarden Tonnen gibt, 300 Milliarden Tonnen Erdöl und ungefähr 100 Milliarden Tonnen Erdgas haben wir mittlerweile entdeckt. Was heißt das also? Also selbst wenn wir alles verbrennen, was an fossilen Rohstoffen wirklich vorhanden wäre, wird es theoretisch nur um 1 Grad wärmer werden, aber dazu bräuchten wir sogar ein paar Jahrhunderte, bis das soweit ist. Es war aber schon mal viel wärmer in der Vergangenheit, ohne dass die Polkappen geschmolzen sind. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, um den aus dieser Panik, aus dieser CO2-Panik rauszuholen. Selbst wenn wir alles verbrennen würden, würde es theoretisch nur um 1 Grad wärmer werden. Es war aber schon viel wärmer früher, ohne dass der Kölner Dom im Wasser gestanden ist. Das ist schon mal ganz wichtig, dass wir von vornherein festhalten. Und es gibt natürlich noch ein paar andere richtig coole Sachen, die das CO2 so drauf hat. Dazu auch wieder ein Ausflug in die 10. Klasse Realschule. Da lernt man dann nämlich von diesem Herrn, von Josef von Fraunhofer, berühmter Münchner Augenarzt. Und der ist ja bekannt geworden durch seine Forschungen als Optiker. Und der war so berühmt und so maßgebend für seine Zeit, dass man nach ihm sogar ein ganzes Institut benannt hat. Kennt jeder, das Fraunhofer-Institut mit Hauptsitz in München auch. Also es war so ein schlauer Kopf. Und seine große Leidenschaft waren eben die Optik. Und er hat eben geforscht, was passiert, wenn wir einen Lichtstrahl durch ein Prisma schicken. Und seitdem wissen wir eben, dass Licht sich aufspaltet in seine verschiedenen Spektralfarben, in die Regenbogenfarben. Und das war der Beginn der Spektralforschungen und herausgekommen ist dann eben das Gebiet der Spektralanalyse und wir wissen eben
dadurch, dass es verschiedene Frequenzen gibt. Das hat man mittlerweile alles erforscht. Nur kurz zur Wiederholung. Wir wissen, es gibt hochfrequente, ganz gefährliche radioaktive Gammastrahlung. Nicht gut, sollten wir uns nicht aufhalten. Dann gibt es Röntgenstrahlen, ist auch noch nicht so gesund. Wenn mich meine Zahnärztin röntgt, ist die 3 Meter weg hinter einer Bleiglasscheibe und ich kriege einen Schürzel über die Familienplanung. Also ist auch noch nicht so wirklich sinnvoll, dass wir uns darunter aufhalten. Dann wissen wir von Ultraviolettstrahlung, Sonnenbrände. Auch noch nicht so gut, aber nicht ganz so gefährlich. Also die Frequenz wird immer geringer und irgendwann kommen wir auf einen Bereich des sichtbaren Lichts, das, was wir wahrnehmen können. Und darüber hinaus gibt es dann eben einen Bereich Infrarotlicht mit langwelliger Strahlung. Der Fraunhofer hat zum Beispiel neben sein Prisma, neben den roten Bereich, wo also keine Farbe mehr zu sehen war, ein Thermometer gelegt und hat festgestellt, hoppla, die Temperatur steigt ja an und hat dadurch erkannt, ui, da gibt es ja noch eine andere Strahlung, ist somit auf die Infrarotstrahlung gekommen. Und natürlich gibt es dann auch noch andere Frequenzen am Schluss, die Langwellen, Funkwelle, Radiowellen und so weiter. Aber für uns ist natürlich nur wichtig hier das sichtbare Licht, oder für ihn war das damals eben wichtig. Und der Fraunhofer hat festgestellt, dass je nachdem, welches Licht er untersucht hat in den Spektralfarben, also er hat verschiedene Sterne untersucht und hat festgestellt, auch Gaslampen oder andere verschiedene Flammen hat er untersucht, hat er festgestellt, es gibt so schwarze Linien, die immer wieder auftauchen in diesem Frequenzspektrum. Man hat sie eben auch nach ihm benannt, die sogenannten Fraunhoferschen Linien. Er selber hat es leider nicht mehr verstanden oder hat nicht mehr erlebt, die Erklärung für diese Linien. Aber es gab eben Wissenschaftler, die nach ihm gekommen sind, die die Lösung dafür gefunden haben. Das war zum Beispiel Robert Bunsen, Bunsenbrenner hat er erfunden, und ein berühmter Mathematiker und Wissenschaftler namens Gustav Kirchhoff. Die haben herausgefunden, was es mit diesen Linien auf sich hat, nämlich das sind sogenannte Absorptionslinien. Das Licht wird also bei einer bestimmten Wellenlänge verschluckt oder absorbiert. Und diese Absorptionslinien verraten uns dann die Frequenz. Und dadurch können wir natürlich Rückschlüsse ziehen auf die Elemente, aus denen zum Beispiel so ein Stern besteht. Also diese Erkenntnis hat unseren Blick ins All um ein Vielfaches erweitert. Wir wissen jetzt, aus welchen Elementen die verschiedenen Sterne bestehen. Aber für uns ist es nur wichtig zu verstehen, dass wir heute eben bestimmen können, welches Gas kann bei welcher Frequenz welche Form von Energie aufnehmen und wann nicht. Deswegen habe ich das jetzt gerade erklärt. Und wenn wir uns als Beispiel eben hier anschauen, das Wasser, dann sehen wir, dass Wasser Strahlung aufnehmen kann auf 3 größeren Bereichen, nämlich zum einen bei 3 Mikrometer, einmal bei 6 Mikrometer und ungefähr bei 10 Mikrometern. Da kann Wasser also am meisten Energie absorbieren. Und diese beiden Bereiche, die werden hier, anders gesagt, diese beiden Bereiche, die bezeichnet man auch als Fenster, als Wasserdampffenster. Also in diesem Frequenzbereich kann Wasser gar keine Energie aufnehmen. Deswegen das Wort Fenster, da geht es einfach hinaus. Da findet keine Absorption statt. Und als Ergänzung jetzt zum Wasserdampf, dann eben hier das CO2. Und dann fällt auch natürlich sofort auf, dass CO2 eben nur in 2 ganz schmalen Frequenzbereichen überhaupt Energie absorbieren kann. Zum einen ist es hier bei ungefähr 4 Mikrometer und dann da hinten nochmal bei ungefähr 10 Mikrometer. Was heißt das jetzt? Alle anderen Bereiche des Lichts kann das CO2 nicht aufhalten. Ganz einfach. Und dazu ein simples Beispiel. Ich mag es gern mit einfachen Symbolen und Bildern. Das ist nicht wissenschaftlich, sondern das ist nur eine Analogie, ein bildhafter Vergleich. Nehmen wir doch einfach mal einen Ballon. Ihr wisst alle, wie ein Ballon funktioniert. Der Brenner unten fängt an zu heizen. Die warme Luft steigt nach oben. Die Ballonseite verhindert, dass die Luft entweicht. Und weil warme Luft leichter ist wie kalte Luft, fängt der Ballon an zu fliegen. Jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr nehmt statt der Ballon, statt der Seide, nehmt ein Fischernetz, ein grobmassiges Fischernetz. Und jetzt habe ich eine Preisfrage. Wie lange muss der Brenner brennen, bis der Ballon abhebt? Die Antwort ist ewig, weil die Luft von diesem Fischernetz nicht aufgehalten werden kann. Ja? Versteht ihr das Prinzip? Die Luft würde nämlich sofort entweichen. Und genauso ist es bei einem Glashaus, bei einem Gewächshaus, wenn ihr jetzt die Glasscheiben rausmacht und macht einfach nur ein Gitterrost rein, was würden eure Pflanzen wohl davon halten? Also was will ich jetzt damit sagen? CO2 ist nicht nur ein Spurengas, das heißt, dass es so gut wie nicht vorkommt, sondern es kann auch so gut wie gar keine Energie absorbieren, sondern nur in einem ganz schmalen Spektrum. Wie soll so ein Molekül also dazu beitragen, dass es die Erde aufheizt? Okay?
Das ist so der Gedanke, der dahinter steckt. Und damit kommen natürlich, mit diesem Gedanken kommen wir gleich zur Hauptthese beim angeblichen menschengemachten Klimawandel, nämlich dem Treibhauseffekt selbst. Das ist mir relativ neu, diese Erkenntnis, und zwar folgendes. Das, was ich jetzt sage, das hat für die ganzen Klimapaniker den Stellenwert von Ketzerei oder grenzt vielleicht in deren Augen an absoluten Schwachsinn. Aber ich sage es aus voller Überzeugung, so etwas wie einen Treibhauseffekt gibt es nicht. Es ist ein Märchen, ein wissenschaftliches Märchen. Nach der Behauptung der sogenannten Treibhaustheoretiker würden die sogenannten Treibhausgase, wie vorhin schon erwähnt, also auch das CO2, die von der Erde abgestrahlte Wärme aufsaugen und wieder reflektieren. Wie bei einem in der Sonne geparkten Auto oder in einem Treibhaus. Klingt logisch, einleuchtend, ist es aber nicht. Weil physikalisch ist das total völliger Blödsinn. Denn es verstößt gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Und der besagt, dass kein Körper, der unaufhörlich Energie nach außen abstrahlt, so wie sie Erde im Weltraum tut, kein solcher Körper kann sich von selbst erwärmen oder auch nur seine mittlere Temperatur erhalten. Das geht nicht. Und das Auto in der prallen Sonne, das kühlt sich nämlich sofort wieder ab, wenn man das Auto nimmt die Umgebungstemperatur an, wenn die Strahlung aufhört. Das hat jeder von euch schon mal erlebt im Sommer, 50, 60 Grad im Auto drin. Am nächsten Morgen um 6 Uhr, wenn es noch dunkel ist, steige ich ins Auto ein und es ist genauso kalt wie außen. In der Atmosphäre einen Treibhauseffekt zu erwarten, ist deshalb total unsinnig, weil die Erwärmung von einem Treibhaus, von einem Gewächshaus, wird ja nicht deswegen warm, weil die Wärme von dem Glas reflektiert wird, sondern das Glas lässt die Sonnenenergie durch, der Boden erwärmt sich, die warme Luft steigt auf und wird am Glas gehindert, weiterzukommen. Und es findet kein Luftaustausch von unten statt. Und dadurch erhitzt sich ein Glashaus, ein Gewächshaus. Und genauso ist es auch im Auto. Wenn die Armaturen anfangen, sich aufzuheizen, dann wird immer mehr heiße Luft produziert, die steigt auf, kann nicht entweichen und so kommt es zu diesem Hitzestau. Wenn ich das Fenster aufmache in einem Auto, das was jeder sofort macht, wenn er im Sommer ins Auto steigt, Fenster auf, kommt sofort kalte Luft von draußen rein und es kühlt sich wieder ab. Und dieses Modell müsst ihr eben für unsere Erde entdecken. In der Erde gibt es diese Luftzufuhr. Wenn also die Luft erwärmt wird, selbst wenn es oben irgendwo anstoßen sollte, das wird von unten nachgesaugt. Das nennt sich Wetter. Das ist total simpel. Also die wissenschaftliche Erklärung für den Treibhauseffekt ist nicht existent. Und das sage jetzt nicht ich, sondern das sagen hochstudierte Wissenschaftler. Wer sich das im Detail anschauen möchte, dem empfehle ich diese Arbeit hier von Professor Dr. Gerhard Gerlich von der TU in Braunschweig oder dem Dr. Ralf Tscheuschner. Die haben in einem wirklich guten Aufsatz, ist leider in Englisch, ganz klar belegt, den Treibhauseffekt gibt es nicht. Und damit natürlich auch nicht den Effekt von irgendwelchen Spurengasen, die da oben rumgeistern sollen. Es ist ein wissenschaftliches Märchen. Aber weil sich zehntausende Wissenschaftler darauf eingeschossen haben und weil das kolportiert wird und weil das die Agenda der Zeit ist, schlucken das die ganzen Leute. Aber es ist wissenschaftlicher Unsinn. Der Kaiser ist nackt. Und ich habe in meinem Physikbuch noch etwas gefunden. Es gibt so etwas wie ein spezifisches Gewicht von Gasen. Und das ist auch unterschiedlich, habe ich gelesen. Loriot hätte jetzt gesagt, ach was. Und man kann das messen, indem man eben eine gewisse chemische Grundeinheit nimmt, ein sogenanntes Mol, das ist also ein vordefinierter Rauminhalt von 22,4 Litern. Und ein Mol Luft hat hier den Wert von 29, Helium hat den Wert von 4 und CO2 hat den Wert von 44. Was heißt das jetzt? Nun zum einen, Helium steigt auf und CO2 sinkt. Preisfrage: Mit was sind die Ballons auf der Kirmes auf dem Volksfest gefüllt? Mit Kohlenstoffdioxid oder mit Helium? Die Schlussfolgerung heißt also, dass nur in Bruchteilen vorkommende CO2, das zusätzlich so gut wie keine Strahlung absorbieren kann, ist auch noch schwerer wie Luft und sinkt zum größten Teil nach unten. So. Jetzt mal kurz schütteln, ja, ein bisschen durchlüften das Gehirn, mal so die ganzen Fakten mal so ein bisschen sortieren. Der Anteil von CO2 in der Atmosphäre ist super gering und der von uns Menschen ist noch viel geringer.
Also selbst wenn ihr alle jetzt aufhören würden, wenn die ganze Welt aufhören würde, CO2 produzieren, würde sich nichts ändern an dem Gesamtsystem. Es kann nur minimal Wärmestrahlung absorbieren. Hinzu kommt, dass es schwerer ist als Luft. Und wir brauchen es lebensnotwendig für Mensch und Umwelt. Es gab in vergangenen Zeitaltern, wo die Dinosaurier gelebt haben, einen PPM-Wert von 6000, also Teile pro Million. 6000, das ist das Zehnfache von dem heutigen. Da gab es Blätter, die waren so groß, da gab es Insekten, die waren einen Meter groß. Wachstum wird gefördert mit CO2. Das kann jeder Bauer bestätigen, der Gewächshäuser zu Hause hat. Da wird CO2 eingeblasen, damit die Pflanzen gut wachsen. Und dieser angebliche Treibhauseffekt, der ist wissenschaftlicher Unsinn. Aber nach all diesen Zahlen und Fakten bleibt natürlich dann die Masterfrage, wer ist jetzt eigentlich schuld am Klimawandel? Wieso hat sich das Klima in der Geschichte laufend verändert? Oder die präzisere Frage vielleicht wäre in dem Fall, was macht jetzt die Erde wärmer oder kälter? Ich war übrigens neulich am Vierwaldstätter See, da sind die Bilder her. Fantastische Gegend. Aber wenn wir diese Frage beantworten wollen, der wesentliche Faktor, der bei allen Klimamodellen so gut wie gar nicht vorkommt, ist unser Zentralgestirn, unsere Sonne. Es wird vollkommen ausgeblendet. In allen Berechnungen kommt die Sonne so gut wie nicht vor. Und jetzt nur mal so größenvergleichstechnisch, Sonne rechts, Erde links. Wenn wir jetzt mal anschauen, wie unglaublich groß die Masse von der Sonne ist, dann müsste mir jetzt doch jedem klar sein, wenn sich auf der Sonne etwas ändert, dass es vielleicht auch einen Effekt auf unseren Planeten hat, auch wenn es ziemlich weit weg ist. 8,2 Lichtminuten, um genau zu sein, 150 Millionen Kilometer. Jetzt nehmen wir einfach mal eine Grafik, die einen Vergleich zeigt in der Antarktis oder in der Arktis und im Vergleich dazu die Solaraktivität und zwar im Verlauf der letzten 100 Jahre. Kann hier irgendjemand eine Verbindung erkennen? Oder schauen wir uns da mal einen größeren Zeitraum an, nämlich gehen wir zurück auf die letzten 400 Jahre. Sieht auch nicht so schlecht aus, könnte man jetzt meinen. Ja? Nur noch mal zum Beispiel dafür, was CO2 in den letzten 400 Jahren gemacht hat. Nee, das ist die letzten 120 Jahre. Also wir können erkennen, CO2 hat in dieser Rechnung keine Relevanz. Das spielt keine Rolle für das Weltklima. Es gibt einen ganz anderen entscheidenden Faktor und das scheint die Sonne zu sein. Und das ist auch leicht zu verstehen, aber komplex. Ich bemühe mich, euch allen das zu erklären. Und die Sonne, wie wir sie kennen, das ist ja jetzt nicht einfach nur so ein fröhliches Glühwürmchen, das da oben hängt, sondern es ist ein wildes Biest, ja, mit riesigen Explosionen, Ausstöße von Materie und das ist auch alles auf die Erde gerichtet. Wir können Röntgenstrahlungen beobachten, wir sehen riesige Protuberanzen, die sich tausende, Millionen Kilometer ins All hinaus schleudern und das passiert jede Sekunde. Millionen Tonnen werden da von der Sonne abgegeben. Und von der Sonne geht eben ein ständiger Partikelstrom aus, der natürlich auch die Erde trifft. Der hat einen Einfluss auf unserem Erdmagnetfeld. Man weiß, dass die Polarlichter davon entstehen, dass diese Partikel in den oberen und unteren Magnetfeldern eintauchen. Und man nennt ihn auch den sogenannten Solar- oder Sonnenwind. Und dieser Wind, der bläst quasi ständig, es ist kein Wind in dem Sinne, es ist nur eine Analogie wieder, der bläst ständig und der hat eben Effekte auf unserer Erde. Und wir Menschen, wir haben natürlich schon immer zur Sonne aufgeschaut, ist ja ganz klar, ohne Sonne gibt es kein Leben, gibt es kein Wachstum, gibt es nichts. Ja? Aber früher gab es eben keine Radioastronomie oder solche Instrumente, wir konnten wirklich nur beobachten. Und es gibt eben eine optische Begebenheit auf der Oberfläche der Sonne, die den Menschen schon in den früheren Jahrhunderten aufgefallen ist, nämlich die sogenannten Sonnenflecken. Die sind in Abständen mal mehr und weniger aufgetaucht und das ist den Menschen von damals schon aufgefallen. Mittlerweile wissen wir, dass es einen gewissen Zusammenhang gibt mit diesen Sonnenflecken und auch der Sonnenaktivität. Je mehr Flecken es gibt, desto stärker ist die Ausstrahlung von der Sonne. Das hat man einfach festgestellt. Woran das liegt, ist momentan Gegenstand der Forschung. Wir haben es noch nicht ganz verstanden. Wir wissen nur, mehr Flecken heißt mehr Partikel, die von der Sonne abgehen. Und was wir aber sicher wissen, dass es auch einen gewissen Zyklus gibt, in dem die Flecken zu- und abnehmen. Es gibt einen Zeitraum von 13 Jahren, in dem die Flecken dann mehr oder weniger werden, aber wir können auch einen längeren Zeitraum von 130 Jahren erkennen,
der dann rauf und runter geht. Also die Sonne durchläuft gewisse Phasen und die auch recht zyklisch. Wenn jetzt nun die Sonne der Hauptfaktor für Erwärmung und Erkaltung ist, wird es dann einfach wärmer und die Flecken, wie hängt das alles zusammen? Wie muss man sich das vorstellen? Nun, da gibt es einen schlauen Kopf, ein gewisser Herr Professor Nir Shaviv von der Uni in Jerusalem. Und der forscht eben schon seit vielen Jahren zum Einfluss der Sonne auf das Klima und der hat eben was ganz Erstaunliches dabei herausgefunden. Und seiner Aussage nach ist einer der wesentlichen Faktoren zur Beeinflussung der Temperatur die Wolkenbildung in der Atmosphäre. Das ist seine These. Und was zunächst ziemlich seltsam klingt, das kann jeder nachvollziehen, der im Sommer schon mal am Strand gelegen hat. Die Sonne scheint, es ist heiß, man döst so im Sand vor sich hin und plötzlich zieht eine Wolke vor die Sonne. Und was passiert? Es wird sofort spürbar kühler. Meine Frau ist immer sofort, Sonne weg. Ich wollte doch Sonne. Sobald die Sonne abgeschattet ist, sinkt die Temperatur sofort ab. Haben wir alle schon mal erlebt. Aber wie kann das jetzt das Weltklima beeinflussen? Dazu müssen wir erstmal verstehen, wie gibt es eigentlich Wolken? Wie entstehen eigentlich Wolken? Nun, wir wissen, Wasserdampf steigt auf bis zu einem gewissen Kondensationsniveau. Und dann wird aus dem unsichtbaren Dampf wird feiner Nebel, es bilden sich die kleinsten Tröpfchen. Aber dieser Übergang vom gasförmigen zum flüssigen Aggregatzustand, der kann nur stattfinden, wenn in der Luft sogenannte Kondensationskerne vorhanden sind. Und das sind in der Atmosphäre kleine schwebende Partikel, die Wasser anziehen, die also hygroskopisch sind. Das sind zum Beispiel Salzkristalle, Staubpartikel, Ruß, Ascheteilchen, alles, was sich so in der Luft befindet. Und diese Kondensationskerne durch ihre ansaugende Fähigkeit, die quellen bei hoher Luftfeuchte langsam auf, bis sie dann bei Sättigung der Luft mit Wasserdampf kleine Tropfen bilden. Und aus diesen kleinen Tropfen bilden sich dann die größeren Tropfen und so weiter und so fort. Somit ist der Geburtsvorgang der Wolken zu erklären. Nur wenn es so Kondensationskerne gibt, kann es überhaupt von gasförmig auf flüssig gehen. Sehr interessant. Aber was hat das jetzt mit unseren Wolken zu tun und wie entstehen denn Wolken in einer höheren Lage? Nun, zum Verständnis von dieser Frage hilft uns hier ein Experiment aus der Physik mit dem Namen sogenannte Wilsonsche Nebelkammer. Und das ist ein Versuchsaufbau, eine Nebelkammer, die gefüllt ist mit einem übersättigten Luftalkoholgemisch, also meistens Ethanoldampf. Und jetzt wird durch dieses Gemisch werden atomare Teilchen geschickt. Und da passiert ein ganz erstaunlicher Effekt, denn die Teilchen, die ionisieren einzelne Atome des Gases und das können wir dann sehen. Deswegen ist dieser Versuchsaufbau eigentlich auch ein Teilchendetektor. Also das Experiment dient in erster Linie dazu, die Bahnen von Elektronen zu verfolgen und für uns ist es aber aus einem anderen Grund wichtig. Ist die Kammer nämlich staubfrei, wirken die so entstandenen Ionen als Kondensationskerne. Und somit entstehen auf dem Weg der Ladung durch die Nebelkammer eben sichtbare Kondensationsstreifen. Die nennt man dann auch Kernspur. Also für uns wichtig, Strahlung kann Kondensationskerne in der Atmosphäre verursachen. Wie wir natürlich alle wissen, wird unsere Erde ja permanent nicht nur von der Sonne bombardiert, sondern es gibt eine Hintergrundstrahlung aus dem All, die permanent auf unsere Erde prasselt. Ich habe mal gelesen, pro Sekunde fallen 2 Kilogramm Licht auf die Erde. 2 Kilogramm. Das Gewicht aller Lichtphotonen pro Sekunde ist 2 Kilogramm. Also da kommt schon was an, ja, wenn Licht eigentlich gar nichts wiegt. Und auch jetzt gerade prasseln viele Partikel bei uns auf die Atmosphäre, aber der Sonnenwind, der weht eben mal stärker und mal schwächer und der sorgt eben auch dafür, dass mehr oder weniger von diesen Partikeln bei uns in der Atmosphäre ankommen. So, und jetzt kommt das Große. Wahrscheinlich haben es einige jetzt schon schlussgefolgert, aber in einer ganz einfachen Grafik lässt sich das jetzt ganz gut nachvollziehen. Also, wie hängt das alles zusammen? Viele Flecken auf der Sonne heißt, es findet viel Solaraktivität statt. Also, Pfeil nach oben heißt, es wird mehr. Das heißt, der Sonnenwind ist stark und viel Strahlung verlässt die Sonne. Und dadurch wird von der kosmischen Strahlung mehr von der Erde abgehalten, sozusagen weggeblasen. Und dadurch bilden sich weniger Wolken, weil keine Kondensationskerne sich in der oberen Atmosphäre bilden. Weniger Wolken bedeutet, mehr Sonnenenergie trifft auf die Erdoberfläche auf und erhitzt den Boden, ergo es wird wärmer auf der Erde. Und das ist genauso, im Umkehrschluss geht es genauso. Wenig Flecken auf der Sonne heißt wenig Solaraktivität,
Damit ist natürlich auch der Solarwind weniger. Dadurch kommt viel mehr Strahlung bei uns auf der Erde an. Es bilden sich mehr Wolken. Dadurch wird Temperatur abgeschattet und es wird kälter auf der Erde. Und diese ganze Kette, diese Kausalkette in zwei Sätzen zusammengefasst, mehr Sonnenflecken heißt, es wird wärmer auf der Erde, weniger Sonnenflecken heißt, es wird kälter auf der Erde. Und wenn wir zurückgehen auf eine Grafik, die den Temperaturverlauf zeigt in den letzten Jahrhunderten, dann kommen wir wieder auf einen Punkt, den habt ihr vorhin schon mal gelesen, nämlich dieser Herr Maunder, Moment, da ist es, wo ist es, jetzt ja hier. Der Herr Maunder, der englische Astronom und Sonnenbeobachter, der hat damals festgestellt, es gab eine Zeit, in der es wenig Sonnenflecken gab. Und zwar eine Phase von verringerter Sonnenfleckenaktivität zwischen 1645 und 1715. Da die Beobachtung der Sonnenflecken damals aber kurz vor dem Maunder Minimum begonnen hat, oder erst danach begonnen hat, wussten die noch nicht, dass das jetzt außergewöhnlich ist, dass hier sehr wenig Sonnenflecken entstanden sind in der Zeit. Das hat man erst viel später kapiert. Und hier nochmal die Grafik von vorhin, die wir schon mal hatten, diese eine Grafik, wo das Maunder Minimum drin ist. Dieses Maunder Minimum ist die kleine Eiszeit aus dem Mittelalter. Und das fiel eben einher mit den kältesten Wintern in dem Mittelalter in Europa und so weiter. Das, was uns überliefert worden ist. Das ist ein ziemlich guter Beweis dafür, dass ein Sonnenfleckenminimum eine Eiszeit verursachen kann, wenn es über viele Jahrzehnte geht. Und jetzt habe ich einen kleinen Gedächtnisanker für euch, damit ihr diese ganze Geschichte auch nicht mehr vergisst. Nämlich in der Zeit von 1644 bis 1739 hat ein ganz berühmter Zeitgenosse gelebt. Und ich zeige euch mal sein Foto und frag mal, wer den kennt. Ein Tipp, er hat seinen Beruf in der Hand. Ich habe es gehört. Stradivari, Antonio Stradivari. Der Meister aller Geigenbauer hat in seinem Leben insgesamt 1000 Geigen gebaut, ungefähr 200 Celli. Und wir haben ja immer gedacht, dass es sein Genie war, diese Geigen so meisterhaft zu machen, unter die Lacke und einfach seine Erfahrung, die er als über 90-Jähriger dann hatte. Ann-Sophie Mutter und so, die hat ja auch so eine Stradivari-Geige. Nein, es ist etwas anderes. Ich habe einen coolen Artikel gelesen auf der NASA-Homepage. Why the Sun Makes Cool Music. Und da stand drin, dass Antonio Stradivari in seiner Lebenszeit Holz verarbeitet hat, das in dieser Eiszeit gewachsen ist. Und das bedeutet, die Wachstumsringe von diesen Bäumen, die standen viel, viel dichter wie Bäume, die wir heute haben. Das bedeutet, der Resonanzboden seiner Geigen war viel kompakter und damit natürlich die Brillanz und die Fähigkeit, eine Geige zu bauen, die heutzutage nicht mehr erreichbar ist. Selbst wenn wir heute einen Meisterbauer hätten, der so gut wäre wie Stradivari, er könnte sie gar nicht nachbauen, weil er das Holz nicht hätte. Und diese Geschichte hat mit unserer Geschichte eigentlich gar nichts zu tun, aber es nennt sich ein mentaler Anker. Das heißt, in Zukunft, wenn ihr Ann-Sophie Mutter spielen hört, werdet ihr euch wieder an den Maunder Minimum erinnern und warum die Sonne einen Einfluss hat auf unser Klima. Das ist ein kleiner Trick. Also, wir gucken uns mal ein Bild von der Sonne an. Das war 2008. Was haben wir vorhin gesagt? Mehr Sonnenflecken wärmer, wenig Sonnenflecken kälter. Und was war 2008? Es war arschkalt auf der ganzen Welt. Aber davon haben wir nichts mitbekommen, weil das war das Jahr, nachdem Al Gore seinen Film gemacht hat, An Inconvenient Truth. In Japan hatten die 7-8 Meter Schnee. In Florida, in Afghanistan, in Irak gab es wirklich in Gegenden, wo fast kein Schnee fällt oder so gut wie nie, gab es riesige Kälte. In Mexiko ist die Ernte erfroren, in Florida sind die Orangen erfroren. Das ganze Jahr war weltweit mit Minusrekorden belegt. Florida, hier oben Florida. Mittelmeer, Gotthard, hier Gotthard, da steht ein Auto, das sind 8 Meter Schnee da oben. Aber das sind ausgewählte Informationen, die wir bekommen, das wird nicht erwähnt. Das passt nicht in die globale Klimaerwärmungspanik hinein. Oder hier zum Beispiel, Arktis-Packeisentwicklung. Wenn man das dann mit irgendwelchen Fakten kommt und sagen möchte, hey, aber hier, guck mal, ist doch alles ganz anders, dann kommt das große Schweigen. Zum Beispiel hier, wenn man sieht, die Arktis, August 2012, die geringste Ausdehnung, die je gemessen worden ist. Oh ja, Panik und jetzt müssen wir endlich, Arktis wird bald eisfrei sein. Und wenn wir nur mal schauen, ein Jahr später hat es sich um 29% erweitert. Das war ein Zuwachs innerhalb von einem Jahr um 1,3 Millionen Quadratkilometer. Innerhalb von einem Jahr.
Oder hier, noch besser zu sehen, 79 links oben, 2012, 2017. Das heißt, jetzt letztes Jahr war die Arktis, war es jetzt die Arktis? Ja, jetzt ist die Arktis, genau. War sie auf dem Niveau von 1979 zurück. But it's global warming, stupid. Also sobald jemand kommt und ein paar von diesen Fakten zusammenträgt, dann gibt es massiv Gegenwind vom System. Da, selbst einfachste Verständnisfragen, die stoßen auf intolerantes Unverständnis und werden einfach abgeschmettert mit dem Hinweis, ja, dass die große Anzahl der Klimaexperten ist sich doch einig und das muss man eben als klaren Beweis ansehen. Das ist zwar kein wissenschaftliches Argument, aber es ist immerhin eine gute Einschüchterung. So, stell jetzt bitte keine Fragen mehr, denk an deine Karriere und an deinen Ruf. Aber wenn die Fakten so klar sind, warum sind dann so viele Wissenschaftler beim Thema Klimawandel davon überzeugt, dass der Mensch die alleinige Ursache ist? Sind jetzt alle Wissenschaftler Schwindler? Nein, ganz bestimmt nicht. Sind jetzt alle Teil von einer großen Verschwörung? Auf gar keinen Fall. Aber gibt es Wissenschaftler, die für ihre Karriere alles tun würden? Aber ganz sicher. Die Welt ist voll von solchen Beispielen. Nicht nur in der Wissenschaft, in den Medien, in der Politik, in der Industrie, überall dort, wo es Macht, Geld und Einfluss gibt, wo die Fleischtöpfe sitzen. Da richten sich die Menschen ein und lassen sich für diese Sache gewinnen, egal ob es stimmt oder nicht. Warum sollte es jetzt beim Klimawandel anders sein? In der Klimaindustrie, da gibt es ja jede Menge Posten, die man da belegen kann, mit hohen Gehältern, Forschungsaufträge in Millionenhöhe, Lehrstühle an Universitäten, Subventionen, Zuschüsse. Wenn Sie über irgendetwas forschen wollen und Sie machen in Ihren Antrag hinten das Kürzel im Rahmen des Klimawandels zu, dann fängt ein Esel namens Steuerzahler an, Sie mit Geld zuzuscheißen. Ja? Das kann man nicht in Worte fassen. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel ein paar Vertreter von diesen Wissenschaftlern, die eben seit Jahren über den menschgemachten Klimawandel sprechen. Jeder von denen ist Diplomwissenschaftler und hochintelligent. Von den beiden auf der rechten Seite, muss ich sagen, habe ich sehr viele Sendungen gesehen, viele Jahre lang verfolgt und ich muss gestehen, ich finde die auch sehr sympathisch. Ich hätte sie mir in der Schule gewünscht, da hätte ich die Schule besser bestanden, ganz bestimmt. Das sind zwei Menschen, die kommen sympathisch rüber und sind die beim Thema Klima aber so verbittert? Die Fakten sprechen doch eine ganz andere Sprache. Und da stelle ich mir natürlich dann die Frage, wissen Sie es nicht besser oder wollen Sie es nicht besser wissen? Wir müssen uns halt einfach die Frage stellen, was müssen wir von einem Astronomieprofessor denken oder was müssen wir von ihm halten, der 17 Jahre nach 9/11 jeden, der auch nur ansatzweise Kritik an der offiziellen 9/11-Version äußert, als Verschwörungstheoretiker abtut. Können wir von so jemand wirklich erwarten, dass er uns mit authentischen wissenschaftlichen Informationen versorgt? Müsste er es nicht besser wissen, wenn er so intelligent ist, wie wir eigentlich glauben, dass er ist? Ganz ehrlich, das ist für mich ein Rätsel, das ich nicht lösen kann. Es gibt auf jeden Fall eine Bezeichnung für so eine Geisteshaltung und man sagt zu denen auch Gatekeeper. Die Gatekeeper der offiziellen Klimawissenschaft, das sind die Torwächter. Die bestimmen, was durch den Fokus, den engen Fokus der öffentlichen Wahrnehmung durchdringt. Wenn so eine moralische Autorität, so eine intellektuelle Autorität sagt, das ist nicht so, Klimawandel ist so und so, dann glauben das die Menschen, weil der muss es ja wissen, der ist der Uniprofessor. Oder denkt einfach nur mal an die unzähligen Klimakonferenzen mit den Zehntausenden Teilnehmern. Funktionäre, Delegierte, Sekretärinnen, Büroleiter, Reporter, Veranstalter. Es gibt unzählige Möglichkeiten, mit diesem Thema Geld zu verdienen. Wie können die jetzt alle ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich doch für eine gute und wichtige Sache einsetzen? Den meisten von diesen Vollzeit-Klimaaktivisten ist aber leider eins nicht bewusst. Sie sind nicht nur am großen Schwindel auf den Leim gegangen, sondern sie berufen sich eben auch auf komplett falsche Datensätze. Daten, die gefälscht und geschönt wurden, um ins Bild zu passen. Und auch das ist schon lange bekannt, aber den wenigsten bewusst, dass in der Klimawissenschaft also wirklich massiv gefälscht wird. So wie es eben im Jahr 2009 in England passiert ist, an der East Anglia University. Dieser Fall ist eingegangen in die Geschichte als Climate Gate. Ja, wenn man hinten Gate hinhängt, dann ist es immer schiefgegangen, so wie Watergate. Ja? Climate Gate oder Pizza Gate oder andere Gates. Na, was ist da passiert? Also die Climate Research Unit,
Das ist eine der ganz großen wissenschaftlichen Bastionen des IPCC, des Weltklimarats. Und da gibt es einen Leiter, oder gab es mal, das ist Professor Phil Jones, der Direktor. Und der und seine Kollegen, die bestimmen eigentlich, was Klimawissenschaft ist und was nicht. Welche wissenschaftlichen Berichte zugelassen werden und welche nicht. Und es gibt viele Wissenschaftler, die gefordert haben, dass sie die Messdaten und die Computercodes bitte öffentlich machen sollen von ihren Modellen. Und die Antwort von Mr. Phil Jones war, wir haben jetzt 25 Jahre Arbeit investiert. Warum soll ich Ihnen die Daten schicken, wenn es Ihr einziges Ziel ist, etwas Falsches dran zu finden? Das war seine Argumentation. Und wenn wir jetzt so weiterdenken, dann hat also die Führung von dem CAU die Klimadaten als ihren Privatbesitz angesehen und will sie einfach nicht rausgeben. Und das fand jemand irgendwie nicht so lustig, deswegen wurde das trotzdem veröffentlicht, aber nicht ganz freiwillig. Was ist geschehen? Am Donnerstag, dem 19. November 2009, da wurden Daten und E-Mails auf einen russischen Server hochgeladen von diesem Institut. Der unbekannte Hacker hat sein Handeln somit erklärt: Wir glauben, dass die Klimawissenschaft in der momentanen Situation zu wichtig ist, als dass man sie geheim halten sollte. Hiermit veröffentlichen wir eine zufällige Auswahl an Korrespondenzen, Codes und Dokumenten. Hoffentlich ergibt sich daraus ein Einblick in die Wissenschaft und die Menschen dahinter. Und die Daten, die da veröffentlicht worden sind, die gaben in der Tat einen ziemlich guten Eindruck, wie die CAU wirklich intern arbeitet. Also hat man nämlich festgestellt, dass hinter der Fassade von Klimawissenschaft, da gibt es jede Menge von Geheimhaltung, Feindschaft, Intrigen und wer hätte es gedacht, auch eine ganze Menge von Manipulation von Forschungsergebnissen. Es wird seitdem eigentlich immer klarer, dass viele Klimadaten absichtlich gefälscht worden sind. Und das hat man gemacht, damit man eben kritische Stimmen mundtot machen kann, um eben eine zweifelhafte These als Fakt darzustellen. Und aus den über 3000 Mails, die damals veröffentlicht worden sind, da wurde ganz klar, was für ein eiskalter Wind in diesem Institut weht. Und jeder, der eben eine abweichende Meinung hat, der wird als totaler Feind bekämpft. Und auch dieser Herr hier, ein gewisser Herr Mann, Michael Mann, der für die Hockeystick-Grafik verantwortlich ist, der wurde erwischt beim Fälschen. Der hat nämlich an seinen Computermodellen so lange an dieser Grafik rumgedoktert, bis die mittelalterliche Warm- und Kältephase einfach aus der Grafik rauskam und es so ausgeschaut hat, wie wenn eben die Temperatur mehr oder weniger 1000 Jahre gleich blieb und dann erst hier hinten angestiegen ist. Datenfälschung nennt sich das Ganze. Und dann müssen wir natürlich noch über den Großmeister der Täuschung sprechen, den Hohepriester der Klimareligion, the Church of Climatology, Mr. Al Gore. Der hat sich ja immer gerne als der ehemalige nächste Präsident der USA vorgestellt. Brüller, genialer Trick, ja? Weil wir wissen ja, im Jahr 2000 hat er die Wahl gegen George W. Bush verloren, die 36 Tage im November, wo das halt so unklar war. Ihr erinnert euch, die Wahlkarten, Dimple Chat, und ich erinnere mich genau noch damals. Und er ist sozusagen als moralischer Sieger aus dieser Wahl herausgegangen. Die Menschheit hat gehofft, dass er eigentlich der Präsident geworden wäre, weil es war der Kompagnon von Bill Clinton, also er hätte es wahrscheinlich besser gemacht. Also ist er so eine moralische, integre Figur, und die hat man jetzt eben vorangeschoben, damit ihr dieses Thema Klimawandel voranbringt. Und hier sehen wir eben eine der entscheidenden Szenen aus diesem Film, eine unbequeme Wahrheit. Und diese Grafik, vorhin schon gezeigt, zeigt eben einen Zeitraum von 600.000 Jahren. Soweit stimmt es ja auch noch. Passt ja gut zusammen, die obere und die untere Grafik. Was man dabei aber nicht sieht in diesem Maßstab, ist Folgendes. Hier, wenn man den Maßstab ein bisschen ändert, ist gut zu erkennen, dass es nämlich zuerst die rote Linie ist, die ansteigt, die Temperatur, und dann erst folgt die blaue Linie, und zwar im Abstand von mehreren hundert Jahren. Zuerst die Temperatur und als Folge daraus das CO2. Wie kann sich das erklären mit diesen paar Jahrhunderten? Ja, also das ist auch nicht so schwer zu verstehen, weil die Erde ist ein riesengroßer Swimmingpool. Sie besteht aus 71% aus Wasser, und was ich vorher auch nicht wusste, 90% davon sind tiefer als 3000 Meter. Also wir haben eigentlich einen Tiefseeplaneten, war mir gar nicht klar. Und das sind insgesamt 1,5 Milliarden Kubikkilometer Wasser. Das heißt, wenn sich die Atmosphäre aufheizt, wird auch das Wasser erwärmt und dadurch wird eben mehr CO2 aus dem Meer ausgasen. Wenn die Temperatur sinkt, dann wird auch wieder freies CO2 im Meer gebunden. Und weil die Erde so ein riesengroßer Wasserpool ist, dauert es eben Jahrhunderte, bis diese Temperaturschwankungen sich angleichen und dadurch CO2 aufnehmen und abgeben. CO2 folgt
der Temperatur und ist nicht die Ursache davon. Also man hat einfach mal Ursache und Wirkung vertauscht. Die Grundannahme des Klimawandels ist eine Lüge. Das Ganze als Propaganda abzutun, das ist eigentlich noch untertrieben. Für mich ist das schwer kriminell. Und diesen Vortrag hat dieser Mensch schon hunderte Male gehalten. Und den Film gibt es in jeder Schule. Die Kinder kriegen den ab der 5. Klasse wahrscheinlich in Endlosschleife um die Ohren kaut. Damit sie wissen, um was es hier geht. Jetzt aber, Klimawandel, ganz dringend. Geheim und erzähl es deinem Papa. Aber es ist noch ein anderer Gedanke. In seinem Film steht er vor dieser Grafik und dann fährt er diesen Wagen hoch mit diesem Scherenfahrstuhl und ganz oben, oh, wenn wir jetzt nicht handeln würden, wenn wir jetzt nicht aktiv werden, dann wäre das zutiefst unmoralisch, sagt er dann am Schluss. Ja? Unmoralisch, frage ich mich dann. Brechts Spruch geht so, wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf, aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Und unter diesen Gesichtspunkten sollten wir Mr. Al Gore mal anschauen. Der kriegt pro Vortrag 100 bis 150.000 Dollar. Mit seinem Film An Inconvenient Truth hat er 50 Millionen eingenommen. Er ist Mitbegründer von Global Investment Management. Das ist eine Firma, die mit Klimazertifikaten handelt. Ich habe erst gestern Abend noch erfahren, dass er der erste Milliardär ist, der mit Klimazertifikaten, der als erster mit Klimarechten Milliardär geworden ist. Er ist oder war im Vorstand von Lehman Brothers, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Er hat schon vor Jahren gesagt, dass er viel, viel Geld in sogenannte Klimawerbung stecken möchte. Filme, Plakate, Aktionen, Bücher und so weiter. Und er möchte 10 Millionen Klimaaktivisten mobilisieren. Und damit jeder mitbekommt auf der Welt, wie wichtig dem sein Thema ist, hat man ihm 2007 nicht nur den Friedensnobelpreis verpasst, sondern er hat sogar den Oscar für den besten Dokumentarfilm bekommen. Das gab es vorher noch nie. Noch niemals hat vorher beide Preise gleichzeitig bekommen. Also hat man ihn moralisch erhöht. Man hat ihn hochgestellt, so nahm man das seht her, unser Prophet. Es tut mir leid, dass ich die Hälfte am Weltvorrat von Suffisanz jetzt verbrauchen muss dafür, aber das ist so schizophren, das Ganze. Ich fasse es mal noch ein bisschen zusammen. Also weltweit wurden seit vielen Jahren die Daten gefälscht und auch zurechtgebogen. Die wissenschaftlichen Institute sind massiv beteiligt an diesem Schwindel. Die Meinungsführer und Politiker, die handeln als Gatekeeper, als Torwächter und geben den Deutungsrahmen vor. Und jeder, der zweifelt und stigmatisiert und lächerlich gemacht, der wird zum Leugner erklärt. Ja, er leugnet. Und durch den kollektiven Druck beugt sich natürlich die Mehrheit der Menschen der vermeintlichen Wahrheit und merkt dabei gar nicht, was für ein gigantischer Schwindel hier abläuft. Und wir Gutmenschen in Europa, wir glauben ernsthaft, dass es die Erde retten würde, wenn wir Bioethanol in unsere Autos kippen, ja, fürs Klima. Hier kann man eigentlich wirklich am besten erkennen, wie Gehirnwäsche und Propaganda funktioniert. Was ist passiert? Die Produktion von Bioethanol hat nämlich die Lebensmittelpreise in die Höhe schießen lassen und faktisch kostet unsere Klimapolitik täglich tausende Menschen das Leben, weil die nichts mehr zu fressen haben. Das ist die Preisentwicklung bis 2008. Eine neuere Grafik habe ich nicht gefunden. Könnt ihr euch mal vorstellen, was die letzten 10 Jahre noch passiert ist. Fazit, die aktuelle Klimapolitik tötet täglich Menschen, während wir gleichzeitig immer fetter werden. Also allen Menschen ist eigentlich klar, dass wir so nicht weitermachen können. Die Umwelt geht jeden Tag mehr zugrunde, aber die weltweit forcierte Agenda der sogenannten globalen Erwärmung hat mit Umweltschutz nichts zu tun. Und mit diesem Wissen muss man die Energiewende in Deutschland eben unter anderen Gesichtspunkten betrachten. Diese Energiepolitik in unserem Land, die wird gnadenlos durchgedrückt und das Volk hat überhaupt gar keine Möglichkeit, sich gegen diese massive Veränderung zu wehren. Wie denn auch? Wenn die wenigsten überhaupt verstehen, was für eine Agenda wirklich dahinter steckt. Es geht primär um Kontrolle, Ausbeutung der Bevölkerung. Das ist die Realität. Die Umverteilung von unten nach noch mehr oben. Es gibt, Gott sei Dank, auch in der Politik ein paar kritische Stimmen, die die Wahrheit doch aussprechen, wenn auch eher selten und unter einer anderen Motivation. So wie dieser Herr, der war damals Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der hat bei einem Vortrag am 17.04.2014 in Kassel Folgendes gesagt. Die Wahrheit ist, dass die Energiewende kurz vor dem Scheitern steht. Die Wahrheit ist, dass wir auf allen Feldern die Komplexität der Energiewende unterschätzt haben. Für die meisten Länder in Europa sind wir sowieso Bekloppte. Sagt der ehemalige Bundeswirtschaftsminister und danach Außenminister. Und hier eine Meldung vom 10.10.2016 aus der Zeit.
Das Institut für Wettbewerbsökonomik an der Uni Düsseldorf hat da die Gesamtkosten der Energiewende mal berechnet. Da steht, dass von 2000 bis 2025 sind es Kosten von 520 Milliarden Euro für uns Deutsche. Das heißt, eine vierköpfige Familie zahlt direkt und indirekt über 25.000 Euro für diese Energiewende. Und den größten Anteil daran hat natürlich die EEG-Umlage mit über 400 Milliarden, also die Gelder zur Förderung von Ökostromproduktion, Subventionierung und so weiter. Und dann kommen noch die Kosten dazu für den Ausbau der Stromnetze, Haftungsumlage zur Absicherung, Offshore-Windkraft, Einspeisemanagement, Redispatch, wie sie alle heißen. Und das Fazit der Uni in Düsseldorf ist eigentlich ganz einfach. Der Herr Trittin hatte nicht recht im Jahr 2003, als er nämlich gesagt hat, dass der Verbraucher nicht mehr zahlen müsste für die Energiewende als eine Kugel Eis im Monat. Ist nicht richtig. Der Wert hat sich mittlerweile versiebzehnfacht. Und ich mache es mal kurz. Was die Wissenschaftler sagen, die Forscher, dass die Energiewende wird uns viel kosten, sehr viel. Und hier ein Wissenschaftler von der Bundesregierung, Dr. Patrick Greichen, der hat auch in der Zeit, wird er zitiert, mit folgendem Zitat: Wir haben uns geirrt bei der Energiewende, nicht nur bei ein paar Details, sondern im zentralen Punkt. Die vielen neuen Windräder und Solaranlagen, die Deutschland baut, leisten nicht, was wir von uns von ihnen versprochen haben. Wir hatten gehofft, dass sie die schmutzigen Kohlekraftwerke ersetzen würden, die schlimmste Quelle von Treibhausgasen, aber das tun sie nicht. Tja, und der Grund dafür lässt sich in einem einzigen Wort zusammenfassen. Das ist übrigens das Totschlagargument, das ihr in Zukunft allen Menschen um die Ohren hauen könnt, wenn sie wieder mal mit der Klimadebatte überfordert sind. Das heißt nämlich Dunkelflaute. Dieser Begriff ist so einfach zu verstehen, aber die meisten verantwortlichen Politik und Medien haben da offensichtlich ihre Probleme. Das bedeutet nämlich, es ist dunkel, also es scheint kein Licht und damit keine Stromerzeugung aus Solar. Und zweitens, es weht kein Wind und damit dreht sich auch kein Windrad und damit natürlich auch keine Windproduktion, Strom aus Windkraft. Und alleine dieser Ausdruck müsste eigentlich der Todesstoß sein für die ganze Energiewende, wie sie von der deutschen Regierung geplant ist. Schaut euch einfach nur mal diese Grafik an. Hier oben sehen wir die tägliche den Stromlastverbrauch, den Grundlast. Das fängt hier an am 7. Dezember und geht bis zum 6. Januar. Das ist also ein Monat. Und hier seht ihr täglich rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Das da ist der Anteil an erneuerbaren Energie. Grünes Biomasse, Wind onshore, offshore, Solar und so weiter. Und diese Energie ist die, die zur Verfügung gestanden ist. Und jetzt erkennt ihr natürlich, für unsere Grundlast von 60 bis 80 Gigawatt, um die voll zu kriegen, brauchen wir den entsprechenden Anteil an konventionellen Kraftwerken hier unten. Und das ist genau das Gegenteil, das Negativ von dem. Also wo hier wenig ist, muss hier viel produziert werden. Und hier kam es im Dezember 2018, das ist dieses Jahr, kam es zu einer Dunkelflaute. Ja? Also sprich, wir mussten hier sehr viel konventionelle Kraftwerke vorhalten, um das auszugleichen. Es gibt einen besonderen Tag, also ich könnte jetzt lange auf diese Grafik eingehen. Was ich sagen will ist, wir brauchen immer Reservekraftwerke im Hintergrund, um überhaupt auf unsere Grundlast zu kommen. Weil wenn Dunkelflaute herrscht, dann können wir noch 10-mal so viele Windräder aufstellen und Solaranlagen. Es wird nichts nützen, weil 0 mal 0 mal 0 bleibt 0. Das ist ganz einfach. Und es gab dann am 1. Januar um 6 Uhr morgen gab es einen großen Moment für die Grüninnen, meine Lieblingsgrüninnen, genderneutral ausgedrückt. Da 89% der Stromversorgung konnten mit allen erneuerbaren Energien gelöst werden. Das war jetzt aber der 1. Januar, um 6 Uhr morgen, wo die meisten von uns noch besoffen im Bett liegen und wo die Industrie eigentlich eher ausgeschaltet ist. Und da war es kurzzeitig so, dass 89% der Erneuerbaren den Stromverbrauch sorgen konnten. Und das war natürlich ein Anlass für die Grünen zu sagen, jawohl, jetzt geht die Post ab, wir können 100%. Das ist so eine Milchmädchenrechnung, das ist nicht nur dämlich, das ist schon bescheuert. Bei Windkraft gibt es nämlich auch eine erhebliche Reihe von Problemen. Wir wissen nicht, wann er kommt. Wenn er zu viel kommt, wissen wir nicht, wo wir ihn speichern können. Und meistens ist in Deutschland gar nicht so viel Wind, wie man ihn gern hätte. Und die Windkraftanlagen, die bleiben derzeit auf 25% und weniger von ihrer tatsächlich installierten theoretischen Leistung.
Und leider wird aber in der Politik immer wieder die theoretische Nennleistung als installierte Kapazität verkauft, aber installiert ist viel, geliefert wird eigentlich wenig. Deshalb kann das so nicht funktionieren. Hier die Grafik zeigt es, von der installierten Leistung von fast 36 Gigawatt 2014 waren alle 24.000 Windräder im Jahr 2014 in der Lage, im Durchschnitt nur weniger als 6 Gigawatt zu liefern. Okay, ich habe es gerade schon mal gesagt, selbst wenn wir 6-mal so viele Windräder aufstellen, kommen wir nicht mal annähernd auf unsere Grundlast. Ich habe mich schon lange gefragt, ob es nicht irgendwann mal einen vernünftigen Pädagogen gibt, der diese Leute zur Seite nimmt und einfach mal ein bisschen aufklärt, so ein bisschen so wachrüttelt. Ja? Weil Strom ist nämlich nicht einfach so aus der Steckdose. Ja? Ich brauche kein Kernkraftwerk, bei mir kommt aus der Steckdose. Das kannte ich noch als Kind. Ja? Das ist eine ganz komplizierte Sache. Man kann nämlich Elektrizität auch nicht einfach so im Netz parken, sondern er muss in der Sekunde verbraucht werden, in der er auch erzeugt wird. Und früher, als die Stromversorgung eben ausschließlich von konventionellen Kraftwerken erledigt worden ist, da hat das auch ganz gut gepasst. Man konnte Verbrauch und Leistung ziemlich gut aneinander anpassen. Das hat immer gut funktioniert. Jetzt ist es so, dass die Netzbetreiber ständig nachsteuern müssen, denn wenn plötzlich zu viel Wind weht und eine Wolke weggeht und viel Sonne kommt, dann muss man die konventionellen Kraftwerke wieder runterdrosseln. Und das geht ständig rauf und runter und das ist alles andere als einfach. Also Netzstabilität bedeutet das, 50 Hertz, das ist super fragil, das ist wirklich ganz schwierig. Und früher hatte man im gesamten Stromnetz ein paar Eingriffe, so ein paar Mal im Jahr, so 4-5 Mal im Jahr. Das haben wir heute täglich. Und alleine diese Kosten für diesen Eingriff täglich, das zu steuern, kostet 1 Milliarde Euro, allein in Deutschland. Und was es bedeutet, wenn der Strom mal ausfällt, weil ein Blackout ist nämlich die große Gefahr davon, das können die Menschen in Hamburg erzählen, wo dieses Jahr für 6 Stunden mal einfach der Flughafen ausgefallen ist. Da geht nichts mehr. Keine Abfertigung, kein Check-in, kein Aufzug, kein Rollband, gar nichts. Da saßen zehntausende Menschen stundenlang rum, da geht nichts mehr. Und so ein Blackout steht bevor. Mit jedem großen Windrad, mit jedem großen Solarfeld wird es weitergehen, diese Blackout-Gefahr. Das große Problem sind einfach die Speicher, die Strom in so großer Menge aufnehmen, wenn sie zu viel produziert werden. Und dieses Problem lässt sich auch nicht so einfach lösen. Momentan machen wir das so, wenn zu viel Strom produziert wird und wir können die Kraftwerke nicht rechtzeitig regeln, dann exportieren wir unseren Strom an erneuerbaren Energien. Wobei man da jetzt natürlich sagen muss, dass das Wort Export auch nicht ganz passt. Export heißt ja eigentlich, ich bekomme Geld für etwas, wenn ich was verkaufe. Wir haben ein ganz neues Konzept entwickelt. Wir exportieren unseren Strom und zahlen den anderen Geld dafür, dass sie es nehmen. Weil auch deren Netze dann überlastet werden. Es gibt mittlerweile Kraftwerksunternehmen, die machen Schutzschalter, dass der deutsche Strom deren Netze nicht flutet. Also wir verklappen unseren Strom für viel Geld und das preisen die Grünen dann als Stromexportweltmeister. Deswegen kann ich die nicht wählen. Ich weiß. Ich weiß aber, was nachher in den Nachrichten kommen wird. Ich will gar nicht dran denken. Oh Gott. Es ist noch einiges, aber wir kommen gut voran. Also ein bisschen noch, Olli, ein bisschen noch dauert es. Ja. Ihr müsst verstehen, dass diesen erneuerbaren Energien einfach alles untergeordnet wird. Und selbst wenn ganze Gegenden in Deutschland zugepflastert werden mit diesen Windkraftanlagen, dann spielt es keine Rolle. Da werden Windparks aufgestellt. Ich habe gestern gelesen, Windpark, das ist ein Euphemismus. Das ist kein Park, das ist eine Industrieanlage. Ein Park, da will man hin, da will man verweilen, da will man durchwandern. Ich will da nicht hin. Das ist kein Park. Das ist eine Industrielandschaft, in das sich unser Land verwandelt. Ja? Und da spielt es auch keine Rolle, wenn dann da Vögel umeinander fliegen. Mein Gott, die paar Bussarde, das muss halt so sein. Ja? Schätzungen zufolge sterben jedes Jahr in Deutschland ungefähr 100.000 Großvögel durch die Windräder. Denn die Vögel schauen nicht nach vorne, wenn sie fliegen, sondern nach unten. Die Zahl der getöteten kleinen Tiere und Fledermäuse ist überhaupt nicht bekannt. Diese Grafik zeigt es eigentlich ganz gut. Ja, hier so das verschmutzte Tierchen im Ölschlick. Da kommt eine Partei oder eine Institution namens Greenpeace und sagt, oh, ganz schnell, tut mir leid, aber ich glaube, die meinen nicht dich zum zerhackten Storch. Unser Land verändert sich gerade drastisch. Und wohin man auch blickt, viele Gegenden in Deutschland sind heute regelrecht zugepflastert mit diesen Spargelstangen. Dass die das Landschaftsbild kaputt machen, das ist uns ja allen schon lange klar. Aber was sich jetzt erst so langsam rumspricht, ist, dass die auch wirklich krank machen. Diejenigen, die es betrifft,
die werden überhaupt nicht ernst genommen. Und die Windkraftbetreiber, die haben natürlich eine riesige Lobby und die sagen, ja, das ist alles nur Einbildung, das ist alles nur Placebo. Aber es gibt da eine Initiative, und zwar eine Ärztegemeinschaft aus in der Nähe von Hannover, die nennen sich AFIS, also Ärzte für Emissionsschutz. Und das sind Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen, die sich zusammengetan haben. Die sind aktiv in der Umweltmedizin. Und die Patienten werden oft von Arzt zu Arzt zu Arzt geschickt, bis sie dann endlich irgendwann bei ihnen aufschlagen. Und Furore, oder es gibt ein neues Thema, das ich vor kurzem gefunden habe, nämlich hat eine Kinderärztin aus Amerika Fallbeispiele aus ihrer Praxis aufgezeichnet in einem Buch. Und das gibt es jetzt unter dem Titel Windturbinensyndrom. Und Nina Pierpont heißt diese Ärztin, hat festgestellt, dass es immer wieder die gleichen Beschwerden sind, mit denen ihre Patienten dann kommen. Hier, ich lese es jetzt gar nicht vor, diese ganzen Beschwerden tauchen immer wieder auf. Und das war natürlich dann der Startschuss für Forschungen in dem Bereich, und zwar in dem Bereich von Infraschall, also ganz niederfrequenten Schall. Und der kann für Anwohner gefährlich werden, aber nicht bei allen, aber bei vielen. Man hat festgestellt, dass es ungefähr so 10-30% der Bevölkerung sind, die sensitiv sind, hochsensitive Menschen, und für die ist es natürlich alles andere als lustig. Und mit tieffrequentem Schall meint man eben Schallwellen, die sehr, sehr niedrig sind, unter 16 Hertz, also 100 Hertz abwärts und noch tiefer. Das können wir nicht mehr wahrnehmen. Ja? Aber entscheidend ist dabei, je niedriger die Frequenz von einem Schall, desto weiter kann er übertragen werden. Und dieser Herr hier, das ist der Radiologe und langjährige Präsident der Ärztekammer von Niedersachsen, der hat Folgendes herausgefunden. Der Infraschall ist etwas, der im Grunde genommen Auswirkungen auf das Gehirn hat, Auswirkungen auf das Sehen hat und ganz offensichtlich auch Auswirkungen auf das vegetative Nervensystem hat. Erforscht ist das Ganze ursprünglich sogar im militärischen Bereich. Die Amerikaner haben Versuche unternommen, dass man mit Infraschall Truppen außer Gefecht setzen kann, weil sie nicht mehr agieren, nicht mehr kämpfen konnten, sagt der Präsident der Ärztekammer in Niedersachsen. Und hier ein interessantes Fallbeispiel, junge Familie, den Erneuerbaren total aufgeschlossen, hat auch ganz früh schon eine Solaranlage aufs Dach gepackt. Denen hat man 700 Meter entfernt Windräder mit 150, 200 Meter hohe Windräder aufgestellt, also die ganz großen. Der Boden, der war sehr steinhaltig, also hat sich der Infraschall sehr, sehr gut übertragen. Und die Beschwerden haben angefangen innerhalb der kurzer Zeit nach der Inbetriebnahme. Also, die ersten Beschwerden, die aufgetaucht sind, waren eben, die Kinder und die Eltern waren plötzlich schlaflos, die schulischen Leistungen haben sich drastisch verschlechtert, am Arbeitsplatz ging die Leistung plötzlich zurück, es gab mehr Krankheitstage, überhaupt keine Erklärung dafür gefunden, und dann hat man eine Schallmessung am Haus durchgeführt und siehe da, tatsächlich, es wurde eine Belastung von Infraschall gemessen, sogar Körperschall wurde gemessen. Körperschall ist, wenn die Wände zu zittern anfangen und auch das Geschirr zum Vibrieren anfängt. Dann hat man eben diese Belastung am Haus festgestellt, und Messungen zeigen eben, dass je größer die Rotoren sind, desto tiefer ist die Frequenz von diesen Schallemissionen. Und das passiert, wenn jeweils ein Flügel am Mast vorbeizieht und die Wirbelschleppen abreißen. Also es gibt ja Druckunterschiede zwischen Ober- und Unterseite, und da gibt es so Wirbelschleppen an der Seite. Und wenn diese Wirbelschleppe unten am Rotor vorbeikommt, dann wird die abgerissen und löst sich ab. Und je länger die Rotoren sind, desto tieffrequenter sind diese Schallemissionen. Und man hat es gemessen, und oft treffen die erst nach ein paar hundert Metern dann auf dem Boden auf und breiten sich 2-3 Kilometer fort. Man hat sogar 10 Kilometer gemessen. Also selbst die 10-H-Regel, dass man also im 10-fachen Abstand zur Höhe nicht wohnen sollte, ist obsolet, weil das geht viel, viel weiter. Die Familie ist dann weggezogen und hat das Haus verkauft unter Wert, und ihr geht es wieder gut, nachdem sie jetzt woanders hingezogen ist. Die Ärzte aus Hannover beschreiben Fälle von Senioren aus Mecklenburg-Vorpommern und Ostfriesland, die sind schwer suizidgefährdet, weil kein Mensch sie ernst nimmt. Die leiden nur noch, die wollen eigentlich nur noch sterben, weil die nicht mehr leben wollen. Das ist keine Lebensqualität mehr. Nicht nur, dass sie den Schlagschatten haben, sondern die haben auch ständig diese Infraschallbelastung, und niemand nimmt sie ernst. Und wenn ihr euch jetzt mal die Modelle anschaut von den neuesten Maschinen, die sie aufstellen, ganz rechts diese 4-Megawatt-Anlagen, die E411, 141, da seht ihr den Kölner Dom im Vergleich dazu. Das sind Monster. Das sind riesige Monster. Mit Infraschallabgaben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn das an Land schon so schlimm ist, what happens on the sea? Ich bin vor kurzem von England zurückgeflogen nach Deutschland, und wir sind über 3 große Windkraftfelder in der Nordsee geflogen.
wow, da standen dreimal 200 Windräder rum in so einem Riesenfeld. Und da gibt es massive Infraschallabstrahlungen in das Erdreich, in den Wasserboden. Und Schall überträgt sich natürlich im Wasser noch viel besser. Gibt es vielleicht einen Zusammenhang zwischen strandenden Walen und im Hintergrund hier eine ganze Reihe von Windrädern? Kann man ja mal drüber nachdenken. Also wenn wir jetzt mal die Energiewende so zusammenfassen, ja, dann können wir als Vorteil, als Nachteil sagen, es ist extrem teuer. Wir haben die teuersten Energiepreise in Deutschland. Das macht uns auch keiner nach, weil das ist eigentlich Unsinn. Dann wird es eine absolut instabile Stromversorgung geben, die dazu führt, dass viele Firmen aus Deutschland abwandern, weil sie keine Sicherheit mehr haben in der Stromversorgung. Es kommt zu einer Deindustrialisierung, die jetzt schon eingesetzt hat. Wir brauchen immer die Reservekraftwerke, die jenseits ihrem Effizienzmodus arbeiten, weil die ständig rauf und runter regeln müssen und gar nicht effizient arbeiten können, Riesenverluste, dann gesundheitsschädlich, da müssen wir gar nicht mehr drüber sprechen, Vogelsterben und natürlich, es basiert auf total falschen Daten. Ich will aber nicht so unfair sein und auch ein paar Vorteile aufzeigen. Natürlich sagen viele Leute, Mensch, durch die Energiewende haben wir natürlich auch viele Arbeitsplätze in Deutschland. Wir haben eine Vorbildfunktion für andere Nationen, wobei die eher lachen, wenn die sehen, was wir da verbocken. Dann gibt es Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, ist eigentlich auch schon wieder ein Argument, das ich auf die andere Seite packen müsste, weil wir sind gar nicht unabhängig, wir brauchen ja wieder die anderen Kraftwerke. Und natürlich weniger Schadstoffemissionen wäre toll, wenn es dann wirklich passieren würde. Aber was ich gut finde und was wirklich eine tolle Sache ist, wenn Menschen anfangen, sich mit Solarenergie zu versorgen, so wie hier zum Beispiel, 200 Meter von hier entfernt. Das Foto habe ich gestern Vormittag gemacht. Diese Siedlungen, die machen sich autark. Das ist eine tolle Entwicklung. Diese Menschen sind dabei, sich von dem System abzukoppeln. Jetzt fehlt nur noch unsere Speicherlösung, dass wir das überflüssige Wind- und Sonnenenergie speichern können. Wir brauchen intelligente Gridsysteme. Wir müssen miteinander verknüpft sein. Wir brauchen also eine Energiewende. Aber nicht in dem Sinn, wie man sie uns jetzt momentan um die Ohren schlägt. Die Leute müssen das unbedingt erkennen, dass die These vom menschgemachten Klimawandel, das ist ein riesiger Betrug, mit Hilfe von korrupten Wissenschaftlern und gefälschten Daten. Wenn die Menschen das erkennen, dass es nämlich eine riesige Lüge ist, dann sind wir natürlich schon einen Riesenschritt weiter. Das Problem dabei ist nur, dass sich halt die allerwenigsten Menschen vorstellen können, dass es so eine globale Verschwörung gibt. Das glaube ich nicht. Das habt ihr alle schon mal gehört, wenn ihr irgendwo außerhalb von hier sprecht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das geht nicht. Und hier tut sich natürlich ein Feld auf, mit dem wir uns natürlich schon seit vielen Jahren beschäftigen. The Deep State, der tiefe Staat. Das ist eine Gruppe von Leuten, die in die geheime Manipulation oder Kontrolle von Regierungspolitik involviert sind. Dem typischen Regenianer, uns, ist das natürlich alles nichts Neues, aber ihr wisst, wie schwer das eben ist, in Familie oder Arbeit darüber zu sprechen. Ja? Doch jetzt, an diesem Punkt, lüftet sich eben der Vorhang für den tiefen Staat und die Hintergrundmächte, die diese Agenda seit Jahrzehnten voranbringen, die werden plötzlich sichtbar. Wer kann so einen Langzeitplan umsetzen? Wie soll sowas möglich sein? Wer Antworten eben auf diese Fragen sucht, der wird sich mit dem Begriff tiefer auseinandersetzen müssen und da kommt man gar nicht dran vorbei. Mr. Superstar Rainer Mausfeld, der hat es vor kurzem in einem Interview sinngemäß folgendermaßen gesagt: Heute wissen wir aus vielen Untersuchungen, dass in allen Machtstrukturen besonders Journalisten, Intellektuelle und Wissenschaftler, die in gesellschaftsrelevanten Bereichen arbeiten, eine Tendenz aufweisen, sich wie Eisenspäne in den Kraftfeldern der Macht auszurichten. Klarer kann man es eigentlich gar nicht ausdrücken, was für eine politische Elite wir haben, die Wissenschaftler. Und in seinen Vorträgen spricht er eben genau über diese Themen, die Fassadendemokratie, über die Illusion der Informiertheit der Massen, über die Matrix, die uns alle umgibt. Und da gibt es Dr. Daniele Ganser, der in seiner Arbeit darauf eingeht, den Blog Rubicon, die Nachdenkseiten, der blaue Bote, KenFM und natürlich uns, Noviso, die wir seit 10 Jahren uns mit diesen Themen beschäftigen und noch länger. Stellt euch doch einfach die Frage, wer hatte denn die Macht, Kennedy ermorden zu lassen und es 60 Jahre später immer noch als Tat von einem Einzelnen aussehen zu lassen? Wer hat denn die Macht, das Narrativ des Saudi Arabian Flying Circus aufrechtzuerhalten? Wer verhindert bis zum heutigen Tag eine Untersuchung? Warum hat die US-Regierung für die Zigarrenspiele von Monica Lewinsky und Bill Clinton 40 Millionen ausgegeben, aber für 9/11 nur 15 Millionen?
Und wer hat die Macht, Julian Assange in Geiselhaft zu lassen? Wer hat die Macht, ihn sofort verhaften zu lassen, wenn er das Exil in der Botschaft in London, in der ecuadorischen Jahren, wenn er die Botschaft verlässt von Ecuador? Wer hat da die Macht dazu? Darüber nachzudenken, das wird eure Hausaufgabe sein und vor allem eure Hausaufgabe auch, liebe Zuschauer, die ihr da von uns draußen zuschaut. Sagen wir mal so, das gibt die Möglichkeiten zum inneren Wachstum, wenn man über diesen Tellerrand hinausschaut. Aber denkt an meine Worte vom Anfang, bleibt friedlich, bleibt in der Mitte, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man ganz tief in den Kaninchenbau hineinschaut. Und vor allem, ihr könnt eins machen, ihr könnt uns und unsere Arbeit unterstützen, indem ihr ein Premium-Abo macht. Da könnt ihr alles sehen, schon viel früher, sobald es produziert worden ist, stellen wir alles online. Das kommt natürlich alles dann unentgeltlich online, aber das ist sozusagen ein kleines Zuckerl für all diejenigen, die uns unterstützen werden. Unsere Arbeit als freies Medium, wir haben uns das auf die Fahnen geschrieben, dass dieser Schwachsinn einfach nicht weitergeht. Und ich sage vielen Dank für eure Zeit und ich freue mich jedes Mal hier zu sein. Tausend Dank. Applaus